Meine Damen und Herren, bald geht es los. Zwei Männer, ein Aufsteller und ein Aufreger und fertig. Die Gästeliste war zwar groß, aber keiner wollte kommen. Hallo zusammen, ich melde mich hier aus dem Auto. Ich habe jetzt wieder gekehrt. Es tut mir leid. Also, nein, eigentlich tut es mir nicht leid. Ihr wisst ja, ich bin ein Musiker, Vollblutmusiker. Qualität ist mir am wichtigsten. Ich habe ja schon viele Musiker gesehen und Sänger und Sängerinnen gesehen. Aber das, was der Moser macht, den findet er selber noch gut. Also, ja, ich habe irgendwie gefunden, also ein bisschen, um den Nachwuchs zu fördern und zum vielleicht auch mal so eine Schulter klopfen, aber ich kann nicht. Ich meine, das ist nicht mal ein Hobby. Ich meine, wenn er singt, das klingt wie eine Krankheit. Ich will ihm helfen, vielleicht mit einem Rezept, aber ja, das Rezept braucht vom Doktor, nicht von einem anderen Musiker, also von einem richtigen Musiker. Darum habe ich jetzt gekehrt, es tut mir leid, ich habe das Format, ich habe es etwas nicht unterstützt, tut mir wirklich leid. Ja, vielleicht ein anderes Mal wieder nicht. Ja, einen schönen Abend. Nein, also, nein. Siehst du, das ist eben das, was ich genau nicht haben will. Ja, was? Jetzt schreibt der Schelker ein Mail, von wegen, wir können euch erinnern, Moser, Schelker Sprechstunde. Ja, Wage, ja. Wo wir eingeladen haben zu uns, die Live-Comedy-Männer-Show in Zürich. Nein, grosse Live-Show. Sagt mir nichts, sorry. Da haben wir aus Mitleid haben wir doch die zwei Berner eingeladen. Ah, die aus dem Heim? Ja. Ah, ja, ja. Der eine, der Kleine, ja. Der Herzig und der genau. Andere, der so halb schlau ist. Genau. Ja, ich weiss, welche. Ja, ja. Die zwei, die wir dort eingeladen haben, die machen jetzt selber grosse Live-Show in Bern. Okay. Also einfach im Heim, oder wo? Ja, wahrscheinlich so ein Vereinslokal. Ja, so okay. Okay. Oder? Okay. Ja. Und jetzt schreibt er, hey, könnt ihr nicht vorbeikommen als Gäste und so. Und jawohl. Mann, was wollen wir dort? Ja. Also... Wieso sollen wir... Ich meine, das lust in Zürich kennen. Also das ist auch noch zu Bern. Ja, es ist dann noch zu Bern. Ja, Zürich, ja. Bern. Ja, ja, ja. Ja, also ja. Wir sind uns einig, die gehen wir nicht. Also, aber ja. Was sagen wir? Keine Ahnung, ich schreibe mir hier Wäsche oder so. Ja. Ich habe Wäsche. Was, wann ja, ist es? Hast du immer ein bisschen Wäsche? Ja, wann ist es? Also irgendwann im März. Ja, ich habe den ganzen März. Habe ich Wäsche. Ja, 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 ja. Wilde Partys, fragwürdige Auftritte, laute Schnurren, Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Also mein Ruf ist ja schon ziemlich ramponiert. Aber jetzt noch zum Moser und Schelker in die Sprechstunde und das live. Jungs, sorry, aber es hat alles seine Grenzen. Meinst du, ich habe einen Anlass auf Bern? Also wenn ich schon rausgehe, dann Red Carpet, weißt, High Society, Show Business. Das ist Zürich, ich bin von Zürich. Weltstadt, Rekordmeister, aber sicher nicht auf Bern. Hallo Schelker, hallo Moser. Merci viel mal für die Einladung zum Live-Podcast. Hat uns wirklich gefreut. Aber wir müssen trotzdem leider absagen. Wir haben nicht das Gefühl, dass neben euch zwei weißen Cis-Männer zwei weitere braucht. Und darum merci, aber nein, merci. Viel Spass trotzdem. Hallo zusammen. Ich bin ja mehr der Vertreter von einem etwas gehobenen Humor, oder? Zum Beispiel meine Gedichte, oder? Ich Mittag esse nie, weil ich stücke sehr spät früh. Ich meine, das sind Meisterwerke und da die zwei da mache ich den plumpen Humor, oder? Also das ist wirklich unter meinem Niveau, oder? Also das letzte Mal da mit der Schnecke vom Stewardess. Fotostewardess, muss ja gendern. Ist wirklich also absolut unterste Schublade. Aber ich wünsche euch viel Vergnügen. Scheiß auf die Promis. Hauptsache du bist da. Über 170 Stunden von deinem Leben hast du bereits mit ihnen verbracht. Ihr seid zusammen durch eine globale Pandemie gegangen und das ohne einander einmal zu sehen. Heute ändern wir das. Das größte Familientreffen aller Zeiten findet endlich statt.
Sprechstunde live. Mit Moser und Schelker von Energy. Sitzt ihr auch alle bequem? Dann zeigt mal etwas Liebe für eure Podcast-Gurus des Vertrauens. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit einem donnernden Applaus den einzig wahren Simon Moser. Merci. Und nun kommen wir zu einem alten Mann, gefangen in einem jungen Körper. Das wandelnde Krankheitslexikon, von A wie Analfissuren bis Z wie zuckendes Auge. Er hat schon alles durch. Er ist moralische Instanz, Klimasünder und Pantoffelheld in einer Person. Und obwohl er noch immer keinen eigenen Wikipedia-Eintrag hat, genau, begrüßen Sie mit einem herzlichen Applaus Schelker. Hey! Wow! Ciao, Frank! Ah, so schön! Ich will schon ein bisschen Hände schütteln hier. Körperkontakt ist wichtig heute Abend. Schnell durch die erste Reihe. Oh. Die haben am meisten für das Billett gezahlt hier vorne. Simon, wo bist du? Ich sehe dich. Ich tue ein Hängschütteln. Körperkontakt haben wir doch gesagt. Das ist der Anfang vom intimen Abend. Willst du jetzt noch Corona holen? Oder? Ja, ich hatte es schon gehabt. Der Letzte war in der Familie. Ja, wir haben gesagt, ja, es ist störend. Jetzt höre ich auf. Es gruselt mich. Nochmal, also die erste Reihe. Zuerst mal schön seid ihr heute Abend. Ja. Alle da. Schön habt ihr es geschafft. Es ist wirklich nicht selbstverständlich, auch in diesen Zeiten nicht. Auch mit der Pandemie nicht. Sie tun alles geile sich Applaus für euch selber schnell hören. Ja, merci vielmals. Merci. Vielleicht schon etwas Organisatorisches. Ich war ganz oben, liebe Technik. Mikrofon aspirieren ein bisschen rauf. Die oben hören nicht so gut. Also sind die Schwerhörigen? Nein, man hört es nicht so gut dort oben. Schwerhörig darf man, glaube ich, nicht sagen. Entschuldigung. Ich weiß es nicht. Hey, ist das schön? Das ist für mich heute so ein richtig tolles Klassentreffen, das wir haben. Klar, die Mobbing-Opfer, die sind auch dabei. Das ist in den Klassentreffen auch gegen also so. Also wir zwei, ja. Aber, ja, Schelke. Wir wollen uns doch schnell die Zeit nehmen und die vor allem begrüßen, und zwar persönlich begrüßen, die Teil von unserem Podcast war. Das ist wirklich die erste Reihe da vorne. Das sind alles Hörer und Hörerinnen vor Wochen. Ihr kennt sie alle. Sie haben ihre Geschichte mit uns geteilt. Ja. Egal, ob es jetzt ist, weil sie sich beschwert haben, weil sie den Simon wieder beleidigt hat. Aus was? Asexuell? Oder? Das bist du gewesen. Du bist der Lilliputaner. Du hast Lilliputaner gesagt. Bis heute ist er sich keiner schon bewusst. Ich habe es gewusst. Und asexuell hast du tendenziell als Fluchwort gebraucht, dann habe ich darauf hergewiesen. Wo haben wir denn die Dame? Hey, jetzt muss ich... Claudia ist schon da, gell? Claudia. Claudia. Corina! Claudia. Corina, Entschuldigung. Ja, ich bin der, der daneben kann merken. Corina, ah, du. Asexuell sagt man, aber natürlich nicht als irgendein Fluchwort oder irgendetwas, das unsexy ist oder so. Völlig klar eigentlich! Das haben wir gelernt, dank dir. Nein, wo haben wir aber gleich noch schnell, Corinna. Also der sexuelle Funken springt in dem Fall nicht von uns zu dir rüber. Jetzt. Bei uns ist etwas, siehst du, Schelke, bei uns ist etwas Angst. Also was? Wir sind noch nicht 5 Minuten hier, ich muss mich schon zuerst mal entschuldigen, es tut mir leid. Nun ist auch uns der Fix auf, Felix. Wo haben wir den Felix? Felix. Der Felix, den wir seit Folge 1 kennen. Ist der Felix? Du, aber das ist dein Platz hier vorne, Felix. Komm vorne, das ist jetzt zwei. Oder was ist los? Das sind zwei Plätze. Hast du dich geschämt? Wollen wir mit dir reden? Warte schnell! Ja! Felix! Jetzt, wie ist das gelaufen? Vielleicht ist er jetzt eben gleich nicht mit dieser Frau hier. Du musst schnell erzählen, um was es gegangen für dich, die später zugeschaut haben. Es ist, sorry, ich hätte jetzt ablenken, aber der Moser kommt wieder zu dir ohne Begleitung hier. Soll ich nochmal zurück? Mit männlicher Begleitung hier noch schlimmer. Ah! Ja, nee. Folge 1. Wer kennt den Felix? Muss ich ihn noch vorstellen? Folge 1. Ja, mehr nicht. Ja, also kommt. Schwierige also. Beziehungsphase, aber wir haben das mit dem Felix zusammen angeschaut. Aber jetzt möchte ich wissen, was los ist, Simon. Also, gleich noch schnell für die, die nicht dabei waren bei Folge 1. Du hast dann deine Frau, glaube ich, im Flagranti verwünscht. Mehr oder weniger, dann hat er dich getrennt. Und
kurz darauf später, etwa ein halbes Jahr später oder so, hat er dann gleich geheiratet. Also, das ist er nochmal verzeiht. Stimmt das, was ich jetzt gesagt habe? Nicht ganz. Geheiratet sind wir nicht. Das haben die in der 100. Folge dann mehr nicht angeraten. Aber King hat er. Genau. Ach, ein King, oder? Das ist ja noch viel schlimmer. Das ist eine Bindung bis ans Lebensende. Also, ich weiß, von was ich rede. Aber ja, okay. Genau. Und ich habe heute vom Kleinen den Götti mitgenommen. Und wir sind immer noch zusammen, aber ich hätte nicht unbedingt mitwählen, weil es sehr peinlich sein könnte. Applaus! Sie sind noch zusammen. Sehr schön, sehr schön. Felix, ich habe Post von 180, weil ich das Gefühl habe, shit, sie sind nicht mehr zusammen und wir tun jetzt noch breit treten. Aber ich bin froh. Gut. Wer haben wir? Haben wir eine Hochschwangere im Publikum? Marco, deine Dame ist. Komm, Marco, der stand schnell auf. Wir werden schnell gratulieren, natürlich mit deiner Dame. Kommt nicht peinlich, wir sind eine also, Familie hier. Ich will nicht gratulieren. Ich will nicht beleidigend sein, aber wer von euch ist schwanger? Ist das auch? Nee! Ja, schau mich an. Also, weißt, wie sage ich auch, wer im Glashaus hockt, soll zum Scheiße kauern? Ich sage es gegen wieder, gell? Aber wer weiß, vielleicht im letzten. Ist jeder Moment so weit, als wir die Spannung aufbauen. Okay, ja, vielleicht haben wir die Angst vom Mutterkuchen von dir hier live im Saal noch therapieren. Ich hoffe es für uns beide nicht. Liebe Leute, die Sprechstunde. Es ist für uns eine Therapie, Woche für Woche. Und für euch auch, sonst wärt ihr nicht hier. Oder? Und würdet noch Eintritt zahlen. Und auch heute Abend hoffen wir, dass wir das eine oder andere therapieren können. Vorweg noch, ich habe einen Überraschungsgast einladen für einen Schelker. Er weiss von nichts. Er hat mit einer Therapie zu tun, im weitesten. Und umgekehrt auch. Ja, ja. Später dem mehr. Es hat nicht ganz geklappt, uns jetzt auch. Aber ja, später dem mehr. Komm, wir nehmen doch mal jetzt den roten Faden, die Leute hocken, auf Play drückt. Und das Zweite. Das nimmt mich zum Wunder, was ist kein Gast oder was? Egal. Es wird harmonisch heute am Abend. Ich sehe es kommen. Und das Zweite ist, uns wird häufig vorgeworfen, wir wissen beide nicht warum, dass nicht alles, was wir sagen, der Wahrheit entspricht. Und dass wir manchmal etwas rausholen, was eben nicht wahr ist. Oder so halb wahr, ja. Oder ja. Genau. Es gibt Leute, die das behaupten. Und darum haben wir gedacht, wenn wir schon hier mal eine grosse Zusammenkunft haben, ein Familientreffen, dann schauen wir, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Und haben eine Instanz hier, ihr seht hier vorne schon, da steht Faktenchecker. Einer, der uns auf die Finger schaut oder uns gut zulässt. Und jetzt schauen wir uns mal gemeinsam an, wer wir da ausgesucht haben. Er ist der Mann, der eine Nation durch die Krise geführt hat. Der Arzt, dem die Schweizer vertrauen. Fakten sind sein zweiter Vorname. Und heute Abend ist er genau dafür da. Herzlich willkommen, Daniel Faktenchecker Koch. Heieiei, du! Herr Moser, Herr Schelker, ist mir eine Ehre. Nimm Platz, Dani. Wir sind übrigens per Du. Genau. Gibt es den noch heute? Das ist, glaube ich, 2018, aber wir machen ihn noch. Dani, schön, bist du da. Wo hast du die Zeit genommen? Ja, merci für die Einladung. Wobei auch nicht alle Fakten haben gestimmt, die du aber gesagt hast. Bei der. Nein, nein! Masken nützen nichts. Man ist mir geblieben hängen, aber das hast du, glaube ich, sagen müssen, oder? Ja, nicht unbedingt. Ja, okay. Aber Harmonie, Simon. Ich weiss, wir sind Freunde, wir haben jetzt nachgegessen zusammen. Es hat mega gefällt, wir haben uns über Hunger unterhalten und Verletzungen. Über das reden wir vielleicht auch noch. Über spannende Geschichten. Aber vielleicht gleich noch schnell, wir sind uns alle zusammen bewusst, in was für eine Zeit wir momentan leben. Krieg in der Ukraine, ich weiß, das stimmt mir gut, klar jetzt. Aber gleich noch wichtig, dass wir das auch ansprechen. Wie siehst du das selber? So Momente wie heute, eben vielleicht mal abschalten, mal ein bisschen weg vom Feed, von irgendwelchen Newsmeldungen. Ist das vielleicht auch das Richtige? Du selber bist ja Arzt. Könntest du das vielleicht sogar für den heutigen Abend verschreiben?
Ja, auf jeden Fall. Also, ich war ja selber im Roten Kreuz und im Kriegsgebiet. Und selbstverständlich, Krieg ist scheiße. Es ist einfach schrecklich und irgendjemand ist schuld. Also, es ist nicht etwas, das einfach so ankommt. Aber umso wichtiger ist es gerade, wenn wir so in solchen Situationen sind, dass wir einmal abschalten, dass wir die schönen Seiten des Lebens geniessen, dass wir eine Freude haben, Spass haben, den Humor nicht verlieren. Und darum denke ich, ist das hier heute Abend nicht nur berechtigt, sondern das ist Therapie. Das braucht es. Und ist noch gratis, also für uns. Für euch. Du, und apropos abschalten, Handy abschalten, bitte. Oh, ich habe es vorhin gehört. Wirklich? Wer? Wer? Nein, sage ich natürlich. Also, Spass bei Seite. Also, Daniel, lass jetzt. Du hast einen wichtigen Auftrag heute Abend. Vielleicht braucht es sie nicht. Ich gehe mal davon aus. Aber der Schelke tut dir jetzt schnell den Arbeitsplatz ein bisschen näher bringen und dir den vorstellen. Und zwar unser Budget, falls ihr euch fragt, wo uns Geld her ist für die Tickets, unter anderem in das Pult. Und Dani, du darfst dich hier breit machen mit den Stühlen her. Hinter der Kulisse haben wir harte alkoholische Getränke, die sieht man natürlich nicht. Dass du so erträgst die nächsten eineinhalb Stunden, genau, ist Wasser, ja. Und das ist eigentlich für dich das Wichtigste. Das ist der Faktenchecker Buzzer. Während wir am Reden sind, nochmal, wir wissen es oder einer von uns weiss es, es kommt zwischen mal Unwahrheit rüber. Und dann ist es dein Job, darauf zu holen, zu intervenieren, dass wir hier nicht gehen, Seich erzählen. Und ich will, dass du das mal ausprobierst. Also, ich mache einen Test. Dani, heute sind wir hier tatsächlich vor 10'000 Fans. 90% Frauenanteil. Sensationell. Herr Moser. Das ist unmöglich. Also hier innen, das ist nicht das Stadion Wankdorf oder SCW Eishalle. Das ist viel kleiner. Also wir können mal schauen. Zählt mal durch. Hinten anfangen mit 1. Das, so genau muss der weiter nicht, aber ungefähr so geht es. Also, wenn ihr das seht, nochmal, ich habe es im Rücken. Ich verklüpfe, wir haben es vorhin bei den Soundproben geübt. Ich habe jedes Mal fast eine Herzbaracke. Aber draufdrücken, ja. Und dann sagen, was wir falsch gesagt haben, das ist dein Job heute Abend. Okay? Dani, Tipp. Dani. Ich, das ist mir gerade noch spontan in den Sinn gekommen. Ich war dann nie dabei gewesen an diesen Sitzungen, weißt, wo die coolen Journalisten von Now und Watson die Frage gestellt haben. Ich hatte eine, ich habe mich nie dafür gehabt. Ich bin Zombie-Fan, Zombie-Filme-Fan. Rein, nur theoretisch, ja, mit dir, glaube ich, hinter der Kulisse auch schon gestimmt. Rein theoretisch, wäre es möglich, einfach noch mal ein bisschen für Stimmung anzukurbeln? Wäre es möglich, also so eine Zombie-Apokalypse mal gäbe, ein Virus, wo der Schelker mal so aussieht, also den ganzen Tag, wie er am Morgen früh aussieht. Ist das möglich? Theoretisch? Nein, absolut nicht. Merci und item weiter. Apropos, warte schnell. Ja. Was hast du noch mehr Zombies? Nein, ich sage nur. Ich weiß nicht, ob es anderen so ist gegangen. Ich schwöre euch, während der Pandemie habe ich explizit und extra Zombie-Filme geschaut, für nachher können abzustellen und sagen, es ist ja halb so schlimm. Weißt du, was ich meine? Das habe ich gemacht und so ist es mir auch ergangen. Nicht, es ist, also ich will sagen, dass Corona nicht schlimm war. Es war wahnsinnig schlimm. Aber egal, was hast du wollen sagen? Ich muss jetzt schnell, sorry. Wir nehmen langsam den roten Faden auf, Feedback. Wo habe ich es jetzt her? Ich muss noch etwas zurückgeben, da nicht um den Sofa rumlaufen. Die einen oder anderen kennen das noch vielleicht. Wer hat die letzte Folge gehört? Der Simon hat mir ein Geschenk gemacht. Aber. Applaudiert nicht. Ich muss meine Worte vor der letzten Folge zurücknehmen, Simon. Merci vielmals für das Geschenk, aber nein, merci. Nein. Das ist keine Art und Weise. Nimm es wieder. Was? Ich habe mir das in der letzten Folge unter die Achsel gespritzt. Ich bin heimgegangen. Meine Partnerin ist hier im Saal, die ist Zeugin. Ich bin im Bett gelegen und mir ist von diesem Geruch schlecht geworden. Ich habe mich nicht mehr rasieren unter den Armen, das ist von allein weg. Und darum, merci, aber kannst du im Fall gerne sagen. Schlimm. Die hat es also abgewertet, als Tini hat mir das aufgewertet. Hast du das Gefühl? Hallo, wer kennt Malizia nicht? Jetzt sind wir hier mal eh so einen kleinen Raum sprechen. Das schmeckt ein bisschen wie ein Puff hier. So, ach, ja. Nein! Oh, nee. Warte, schön! Schön! So, gehen wir hier durch. Hey. Ja, du, Platz machen! Ist schon nicht leer! Nein!
Nein. Ah, oh, Leute, das stinkt heute den ganzen Abend. Du bist so eine Affe. Hör doch jetzt auf. Siehst du, sie laufen mir hinten nach. Ist gut, ist fein. Beste Stimmung jetzt. Jetzt dort hinten, wie schmeckt es? Wie schmeckt es? Sie haben sich die Nase zu, die Hang vor dem Mund. Simon, bitte, ich wollte es nicht ausschlachten. Ich wollte dir das Geschenk freundlicherweise zurückgeben oder Merci sagen, aber es ist wirklich nichts. Jetzt machen wir eine erotische Skala hier, 1 bis 10. Im Moment sind wir beim 8. Aber es wird vielleicht noch besser. Ja, ich liebe das! Da denke ich. Wo? Hast du es nötig, oder was? Du hast ja schon jemanden neben dir. Das sind Zombie. Hör bitte auf. Apokalypse! Es zieht bis hier vorne. Es zieht bis hier vorne. Es ist hässlich, es ist geil. Es ist geil. Simon, ich hört Podcast... uns im Saal, Schelke. Müssen wir noch ein bisschen läuten? Ist alles gut? Ich höre uns alle. Hör uns auch oben. Alles gut. Alles gut. Noch ein bisschen rauf, sagen sie. Also, noch ein bisschen rauf. Die hier oben, die vorne gehören am Abend nicht mehr, nur noch Tinnitus. Aber Hauptsache dich. Simon, komm jetzt bitte zurück. Ja, ja, wir machen einen Podcast. Du bist... Hey, ja. Stinkt wie so, hey. Item. Item. Ich bin in der Vergangenheit am Schwelgen. Hey. Erzähl, was du willst. Hey. Ja. Habe ich den Faden verloren? Ich ja, du willst jetzt schon gleich eben den Faden aufnehmen. Das sagst du ja gerne. Jetzt diskutieren wir darüber, aufregen oder aufstehen. Aber Schelke, bevor wir loslegen, es ist noch so ein Eingreifen, es ist ein Zurückschauen, das machen wir auch gerne. Die Feedback-Runde, findet ihr das okay? Weißt, jetzt müssen wir auch so ein bisschen Buch führen, wenn wir schon mal 1400 Leute hier im Saal haben, die uns hören. Feedback-Runde, findet ihr gut? Sollen wir das aber noch ein bisschen aufräumen mit der letzten Sendung? Hang auf! Okay. Also, haben wir notiert? Ist das jetzt eine signifikante Abstimmung gewesen? Ist nicht alles... Kann man signifikante Abstimmung sagen, Faktenchecker? Oder sagt man repräsentativ? Oder... Wir jetzt ist alles okay? Repräsentativ. Und das Malizia Fein schmeckt. Und das Malizia Fein schmeckt, ist das der Wahrheit entsprechend. Da kannst du auch nicht direkt drauf holen, weil das halt einfach eine Geschmackssache ist. Das ist Geschmackssache. Und die Frage ist, was ist die Wahrheit? Die Kuh. Bei einem Gestank. Gut, Wahrheit. Das... Merci, Dani. Es tut so gut. Es tut so gut. Schelker, es sind aufregende Zeiten, der ganze Mensch wird jetzt schon ein bisschen blöd, ein bisschen schnurren. Für uns ist es natürlich auch mega eine Demütigung, also nicht Demütigung. Eine Demütigung? Es ist eine Demut, eine grosse Demut, dass wir hier dürfen sein. Und wir haben so dementsprechend vorbereitet. Ich bin wirklich gestern zum Coiffeur gegangen. Etwas ist mir geblieben. Bleigen haben im Coiffeur. Ist ein Scheiß. Warum? Weil du eine Saugglocke eigentlich. so einen Überhang hast. Oh, und es sieht wie ein Schrott. Und ein Ufo, weißt du, wie sie hat rasiert? Ja, das weiss ich. Das kenne ich, das Gefühl, das habe ich auch schon bestens beschrieben. Aber weißt du, was das war? Der Bettdecki-Effekt. Kennst du den? Unter der Bettdecki Dampf ablassen. Am nächsten Morgen lüpfst du aus Versehen und dann schmeckst du noch alles. Das ist unter dieser Coiffeur-Sauglocke ist das genau das Gleiche. Faktenchecker, möglich, dass man kurz am nächsten Tag noch schmeckt unter der Bettdecke. Du machst es kaputt, Mann! Für das haben wir ihn nicht geholt. Dani, es tut mir leid. Mach nicht. Schelker, wie hast du dich vorbereitet? Was hast du noch so Wellness gemacht jetzt für den heutigen Abend? Keine. Super. Ja, so geht es auch. Wohin von mir schneiden nicht. Und heute, nein, ich habe nichts gemacht. Hast du etwas gemacht? Willst du auf etwas raus? Nein. Also, ich bin in die Sauna. Also, ich schwöre, wir haben noch keinen Schluck Alkohol gehabt. Das stimmt nicht. Oh, eins! Auf die Flasche! Scheissgefühl, wenn man verwünscht wird beim Leuten. Veni, du bist in die Sauna gegangen. Mal wieder. Ich bin in die Sauna gegangen. Ich wollte jetzt nicht Kino im Kopf verursachen, aber ich habe weniger Angst als dir hier. Heute am Vormittag. Nein, es ist mir nur etwas in den Sinn gekommen. Da haben wir auch schon im Podcast darüber geredet, dass vor allem Männer in der Sauna, die können nicht
ruhig sein. Das, also, ich schon. Wenn ich entspanne in Sauna, nein, ernst. Wenn ich entspanne in Sauna und tief durchschnaufe, das macht man ja, oder? Nach dem Aufguss, Schelke. Mit mir musst du nicht reden, ich war vielleicht zweimal in meinem Leben in der Sauna. Aber ja. Das wie machst du denn? Nein, dann mache ich so, nein, eben niemals. Dann mache ich so. So. Normal. Das hat jetzt ausgesehen wie ihre. Aber ja. Männer über 60. Ah, geil. Geil, wie es machst. Jede Bewegung müssen die akustisch untermalen. Immer ohne nach 5 Minuten mache ich auch nicht mehr, aber ich tue doch, warum muss ich mich mitteilen dort drinnen? Wenn ihr nicht aufhört lachen, macht ihr das noch den ganzen Abend. Item hat mir eine Hörerin, eine Stündlerin, geschickt. Ich habe mal gesagt, was ich alles schon freaking erlebt. Zum Beispiel ein Petfläschchen, eine mit einem Petfläschchen. Und dann hat sie gesagt, sie hat einen erlebt in der Sauna, der einen Apfel hat mitgenommen. Ein Apfel. Weißt du, nur mal schnell noch eines, ich bin nicht der Saunagänger. Ich kann einfach die Regeln. Wenn ich aus Scham meine Badhosen anhatte, wie ihr die geächtet 100-jähriges Hausverbot, aber einer kann seinen scheiß Apfel mitnehmen, er kann seine PET-Flaschen mitnehmen, er kann auch noch den Fernseher mitnehmen und innen schauen, aber Hauptsache sind alle nackt. Das kommt mir immer so vor. Es gibt Regeln. Das sind auch gelöscht. Also, ja. Zeigst du. Schelke, wir haben schon viel diskutiert. Er ist auch ein Saunagänger, aber selten. Du hast mal gesagt, du hast die Schambei. Also nicht das Schambei, das die Frauen haben. Er hat das. Zeig mal, wie du liegst, also, die Schambei. Meine Pose, wenn ich. Also meine Pose ist, da sieht man am wenigsten. Achtung, jetzt. Warte, ich muss schauen. Also gesetztenfalls, die Wange ist hier und ihr seid hier. So. Perfekt! Da sieht niemand etwas. Und dann so aufstehen. So. Also, ja. Das geht halt auch nur bei deiner Grösse. Also, ich habe, weißt du, ich habe zwei Problemzonen. Schnäbi Bauch. Darum eigentlich gibt es bei mir nur. Und Problem gelöst. Aber ja, also diese Ansicht wird jetzt auch nicht unbedingt. Je nachdem. Aber mich stört diese Position hier. Und die gibt es viel. Aber bei Frauen nie. Ich habe noch nie eine Frau gesehen, so in Sauna. Ach. Aber sag, dass sie das auch stören würde, weil sonst sind sie sexistisch. Nein, um Himmels Willen. Ich finde nur mal, ich kann ja in die Sauna, ich muss ja nicht immer alles zeigen. Also, absolut. Ja, oder nicht noch extra zeigen, aber darum, ich gehe selten, ich gehe wirklich nur dann, wenn ich für mich bin. Und schon ich schäme mich vor mir und dann tun wir zusammen. Aber ich bin nicht wie du. Darum hätte ich heute aus letzter Zeit Sauna aus Vorbereitung. Aus letzter Zeit. Es erdet, glaub mir, mit ja, all diesen Leuten drin und die selber siehst schon wieder mal Blut, es erdet. Mit der Zeit sehen wir nicht. Simon, ich will den roten Faden langsam sicher aufnehmen. Wir schweifen wieder ab. Es gibt Leute, die müssen. Hey, nur schnell die Frage. Sie sind gekommen, um zu gehen. Wer hat gefühlt heute Abend den weitesten Weg gehabt, für den Herren zu kommen? Gefühlt, schnell aufstehen. Aufstehen, nicht hang auf, das sieht man nicht. Also dort oben, dort unten. Wie weit? Mög mal dort oben mit dem weißen Hut. Boah! Schlechte Nachrichten, ihr kommt heute nicht mehr rein. Ja, da hat schon jemand gewonnen, Bodensee ist sicher weit. Aber Item, wir müssen den roten Faden aufnehmen und das wird jetzt machen. Normalerweise streiten wir darum, ist der Aufreger oder der Aufsteller vor Wochen. Heute, ehrlicherweise, ist der Fall klar. Lass raus! Was sind die Frösche? Das seht ihr halt aber alles nicht. Ah, du hast dein Bier schon aufgetan? Ja, ich noch nicht. Ja, bei dem, was du erzählst, muss ich ja, das geht ja nicht nicht. Item, Kopf. Wie manchmal muss ich das Wort heute noch brauchen? Ich will den roten Faden aufnehmen und weil es klar ist, wir haben Technik natürlich am Start. Und darum ist klar, wir fangen mit dem hier an, Simon. Dein Aufsteller der Woche. Auf die zweite Hälfte von der Ticketeinnahme ist in die Visuals gegangen. Aber dafür. Ja, und dass wir die persönlich Gaming-Fernseher da haben können mit reinnehmen können, ja, das ist spektakulär. Merci, Schelke, hast du uns zur geil. Verfügung. Sehr geil, das mache ich gerne. Und ich sage, es hat noch viel, glaube also ich. Also das ist ja traurig, das hast du noch nie gesagt. Das kann ich kann dich ja hochnehmen an dem. Das ist ja richtig geil. Item. Wir machen jetzt Item-Bingo. Habt ihr Getränke jedes Mal, wenn ich sage, einen Schluck nehmen? Das ist schon mal drei, mache ich von vorhin. Ich habe... Item, was? Rückblickend.
auf mein Wochenende gearbeitet daheim. Ich bereite mich so vor. Und zwar habe ich zum denkbar dümmsten Zeitpunkt ever die Fenster putzt. Und wenn ich von Fensterputzen rede, dann rede ich von Fenstern, die so gross sind wie der Bildschirm hier. Also riesige Fenster. Habe ich mir nicht ausgesucht, das ist eine Mietwohnung. Ist das so? Das ist einfach eine fensterlastige Wohnung. Und die Fenster habe ich vor 3,5 Jahren das letzte Mal geputzt. Und ja, hat ja niemand gesehen, dass der Sahara-Staub kommt. Niemand gesehen. Oh, können wir kollektiv. Oh. Er geht euch nicht immer beim Aufsteller oder beim Auf. Warte, wir sind doch beim Aufsteller? Warte doch, ich bin noch erzähl. Ja, der geht es mir auch so, dass es mir ein bisschen scheiße vorkommt, über das zu lamentieren. Aber ja, es gehört nun mal zur Therapie. Es hat mich aufgeregt. Der scheiße Haarenstaub. Übrigens, mein Auto, mein Garagier ist heute Abend auch hier. Sag schnell, mach schnell, wuh! Wo ist er? Ah, der Ting. Da, ich habe mein Auto in die Garage gehabt. Wer mich kennt, legt Wert auf mein Auto. Er hat wirklich? Was? Das ist ganz. Er hat es poliert. Du weißt vielleicht nicht, was das heisst, Tim, aber er hat es poliert. Ja. Von Hang. Jeden Zentimeter. Das hat gestrahlt. Das ist wirklich gestrahlt. Ein Tag drauf kommt der scheiß Sahara-Staub, gepaart mit Regen. Ich habe fast gerannt, als ich aus dem Büro rausgekommen bin. Und bin sofort und dann scheisse ich auf Benzinpreise in die nächste Lavage gefahren. Das muss sauber sein. Item wieder zurückzukommen. Moment, schnell! Fenster putzen. Und mit wem tut man Fenster putzen? Wenn man überhaupt weiss, wie man Fenster putzt, mit der Mami. Oh, jetzt wird es komisch. Und das hat mich. Also, wenn man mit jemandem Fenster putzt, dann mit der Mami. Sag mir jemand, der besser weiss, wie man Fenster richtig putzt. Es gibt sehr viele Fensterputzregeln, die du gar nicht auf dem Schirm hast. Nicht, wenn es schön ist. Nicht, wenn es regnet. Vor dem Blütenstaub. Besser nach dem Sahara-Staub. Du, ich warte immer noch darauf, was der Faktenchecker mal drückt. Du bist seiner Meinung. Mami sind die besten Fensterputzer innen. Ja, wahrscheinlich schon. Ist das nicht sexistisch? Nein. Ist das nicht sexistisch? Müssen wir in 2022 sagen, dass... Mamis wissen einfach, wie es geht. Ich sage doch nicht, dass sie wissen es einfach, schon meine Großmutter das gewusst, wie es geht. Und darum, wenn ich jemandem anrufen, wenn es vom Fenster putzen geht, nochmal, ich habe keine Ahnung gehabt, muss ich das nur mit Wasser, muss ich das mit Seife? Dann gibt es ja immer das Häufige, wenn der Fenster putzt ist, wenn die Sonne drin scheint, dann werden sie bling. Was? Dann werden sie bling? Bling! Bling! Habt ihr das noch nie gehört, dass sie bling werden, die Fenster? Wenn man so... Schau, sie nicken. Ja, das ist deine Mutter, Mann! Jetzt bist du aber ein Frech. Sicher nicht seine Mutter. Die Mama ist daheim. Aber meine Mutter kennst du nicht, gell, Dani? Nein. Okay. Er gibt es nur nicht zu! Was ich aber sagen ist, dass ich... Für die Gesundheit überhaupt. Für die Fenster zu putzen, meine Mami angerufen. Dann kam mein Sinn mit bald 30, Leute immer noch meine Mami an, weil ich nicht genau weiss, wie das geht mit dem Fenster putzen. Wo, in welchen Situationen läutest du noch deine Mami an? Auch mit über 40? Und sag mir nicht nie. Nein, ganz klar. Partnerinnen suche. Potenzproblem. Da Leute im Kater. Komische Richtung, die du einschlägst. Nein, aber das war kein Witz gewesen, übrigens, auch gelacht. Nein, Rezept, dann kochen, also kochen, dann Leute Mami. Ist das nicht sexistisch? Eben, siehst du, es gibt so... Ja, unsere Eltern, wir können es ja vielleicht zusammenfassen. Wir kommen ja immer auch noch irgendwie schlussendlich so auf einen Punkt, auch gemeinsam bei den Sprechstunden, ihr wisst es, oder? Und am Schluss sagen wir beide, ja, du hast recht, ja, wir haben beide eigentlich recht. Meistens. Und darum können wir es schnell zusammenfassen. Es war halt eine andere Generation, unsere Eltern, gell? Das hört mir nicht gerne, aber ist es ja so? Und nochmal, es gibt Sachen auf der Welt, wo einfach, wenn ich ein Ekzem habe, wieder irgendwo, wo es... Zeig's an Mami, jetzt ernsthaft? Zeige nicht mehr. Aber ich frage... Jetzt tut nicht so... Ich finde es frech, wenn ihr lacht. Ich würde mein Herz nicht mehr so ausschütten, wenn ich jedes Mal... Das ist schon ein bisschen komisch. Wenn ich irgendwo etwas habe, das beißt, das nicht beißen sollte, dann frage ich schnell mein... Nein. Das sind freche Siechen, das sage ich jetzt gerade aus, wie es ist.
Also jetzt mal konkret. Ob in Geschlechtskrankheiten willst du deine Mami, nicht dein Papi. Das also wenn es irgendwo würde kratzen, wo es nicht so kratzen würde, Junge, dann Leute, wenden mich. Ah, ich kann Urologe. Es gibt eine Region, die ich nicht nachfrage. Aber wenn sie jetzt irgendwie... Also klein, okay, so ein bisschen Bobo. Bobo okay. Zeitlang, das habe ich auch gesagt, hat es mich am Fuß gebissen. Und Dr. Google sagt immer das Schlimmste, das ist für mich. Und darum frage ich die Mami. Und die hat eine gesunde Skepsis, die kennt mich ja. Und dort ist es wichtig, zuerst mal die Meinung von Mutter abzuholen. Und ich weiss, ihr lacht jetzt alle, aber ich bin mir sicher, wenn ich euren Verlauf checke, geht ihr alle Mami schnell anrufen, wenn ihr etwas habt. Ihr müsst jetzt nicht mit dem Finger auf mich zeigen. Was? Ich fühle mich gemobbt. Hey, was ist das jetzt für eine Anschuldigung gegen unsere Stündel? Die lachen, wenn ich... Sie hat schon recht! Ja. Faktenchecker, Zwischenfrage. Stimmt es, oder hol drauf, wenn es nicht stimmt, dass alle, die Fußpilz haben, unhygienische Menschen sind? Das ist jetzt mal die Behauptung, die ich hier... Stimmt nicht. Stimmt nicht. Wir können hier die Umfrage starten. Wer hat schon mal Fußpilz gehabt, steht auf. Es hat mit Hygiene wenig zu tun. Fußpilz ist mehr Glückssache als Pech. Und sehr viele, die Fußpilz haben, holen sie in die Body. Das ist ja nicht unbedingt jetzt unhygienisch, in die Body zu gehen. Oder? Ich bin im Fall froh. Der Schildkrümel sind beide bekennende Angst, also wenn es so Krankheit angeht. Wir sind Hypochonder, glaube ich. Und darum bin ich froh, du bist Doktor. Pensioniert, glaube ich, mittlerweile. Darf ich das sagen hier? Ja. Ja, pensioniert. Aber gleich bist du unser Arzt vom Vertrauen. Und zwischendurch kommt auch noch eine Frage an Daniel Koch. Und heute habe ich ausnahmsweise irgendwie, und das weiss ich, das ist nicht abgesprochen, aber ich weiss es, weil ich es tagtäglich muss hören, sein Jammer. Heute bin ich ausnahmsweise nicht ich, der die ärztliche Meinung muss einholen muss, sondern da, hier, du. Aber später dazu dann mehr. Ja. Simon, vielleicht kann ich es gar nicht hier erzählen, du ab. Merci, sorry, wenn du es mir tagtäglich und deiner Frau tagtäglich erzählst, dann kannst du es auch hier erzählen. Wirklich, kannst du auch erzählen. Hallo, Potenzproblem, habe ich jetzt nichts verloren. Nein, ist ein anderes Problem. Okay, wo ist eigentlich der Aufsteller? Der Aufsteller ist, dass ich mit meiner Mami eine gute Zeit hatte, während dem Fensterputzen. Das habe ich mit Mami ohne Fensterputzen. Ich gehe nicht näher drauf ein, Ein Mitleidungs- so vom Herr Koch. Die sind einfach alles Säure hinten, das ist doch wahr. Nochmal, es war eine gute Zeit, mir ist aufgefallen, hey, man kann noch so alt werden. Und man braucht zwischendurch braucht man einfach noch so einen Support von den Eltern. Es muss auch nicht die Mami sein, es kann der Papi sein, wenn man irgendetwas Versicherungsproblem. Ich habe meinen Bärhalben noch angerufen wegen der Steuererklärung mit 25. Ich dachte, wie muss ich das? Für das habe ich meine Partnerin. Das wissen wir, Simon, das wissen wir. Und darum, du merkst, ich habe nicht viel aufgestellt. Nochmal, es ist eine Scheisszeit. Das schleicht sich ein bisschen ein. Habt ihr nicht auch das Gefühl, es schleicht sich ein bisschen, es ist Schelke in den letzten Wochen und Monaten nicht mehr so viele Aufsteller gehabt. Hang auf an, wenn das Gefühl hat, dass das stimmt. Das einen. Ah ja, super. Du bist nicht mitfühlend, ich bin. Einer muss subjektiv das Gefühl haben, ich spüre das in meinem Herzen, Schelke. Wow. Nein, meine Mom, also wirklich meine Eltern, die sind ja ein paar Jahre älter als deine. Dort geht es bei mir, die sind weiss, also weise. Und weiss? Ja. Ja, also beide. Hier. Ja, mein Vater zwar irgendwie mit 76 fast weniger als ich, aber keine Ahnung, ob es wirklich mein Vater ist. Jedenfalls, wenn ich Lebensweisheiten brauche, mein ganzer Mensch, dann Leute ja. Nicht unbedingt beim Putzen, mehr so, hey, jetzt bin ich in so und so einer Situation, was hast du denn so mal gemacht? Denn? Und dann komme ich irgendwelche Ratschläge, die mir gut tun fürs Leben. Jetzt mehr als Scheiben putzen. Scheiben putzen würde jetzt eher YouTube fragen. Du putzt schon nie Scheiben. Das ist, also, was? Du putzt schon nie deine Scheiben. Hast du jemals im Leben, sorry, wer dein Auto mal gesehen hat, weiss, du hast noch nie daheim eine Scheibe putzt. Das, hast du schon mal Scheiben putzt? Das weiss ich nicht, er will schon herlaufen. Aber Dani, gell, du bist bei mir. Ich verfolge dich. Ich habe bei dir eine Scheibe draus, aber sonst geht es gut. Item. Ja, immer, wenn ich eine Scheibe putzen wollte, war die Frau am Lüften. Also, ist gut. Ja, schlecht. Also, egal, bei mir ist es wirklich grossartig. Vielleicht, wenn wir so ein bisschen die Essenz nehmen von deinem... Aufsteller ist echt zusammen sein mit ihrer Mama. Vielleicht als Misere-Sprechstunde, wie weiss therapieren, vielleicht auch zwischendurch mal ohne Fenster putzen und es im Frühling ist, als man die schnell sagen: Mami, komm auf einen Kaffee und der Simon macht noch einen Kuchen. Ja.
Zum Beispiel. Nein, aber das stimmt. Zeit wieder ein bisschen, tut doch auch mal ein bisschen mehr Zeit mit den Eltern wieder verbringen. Es ist schon pandemisch bedingt. Ich zum Beispiel, das kann ich offen ehrlich sagen, meine Eltern nicht mehr so viel gesehen, aber zwecks Schützen. Dani, da gibst du mir recht, da habe ich nicht schlecht reagiert, gell? Ja. Gut. Was, zwecks was? Einfach zwecks Schützen, deine Eltern schützen. Ist ja, du auch müssen. Ja, es war einfach ein bisschen schwierige Zeit gewesen. Und dementsprechend hat mich das einfach gefreut, mal wieder. Ja, es wäre jetzt so blöd zu sagen, ich hätte es sonst gemacht. Aber einfach das Fensterputzen zu einem Anlass nehmen, zu merken, hey, man kann immer noch viel lernen von den Eltern. Und ich weiß nicht immer alles besser. Das hat mich einfach schön gemacht, das hat mich aufgestellt. Und ja, es ist jetzt auch nicht. Nächste Woche versprochen habe ich einen verdammt geilen Aufsteller. Nämlich das hier, ganz ehrlich. Aber ja, es ist jetzt einfach das. Ich habe es mitgenommen. Echt, ich habe es schön gefunden. Ja, erzähl jetzt deinen, komm. Ja, viele ist es. Schon wieder an, hey. Um was können sich mein Aufsteller handeln, Schilker? Hung. Kind, meditieren, fertig. Vielleicht noch die Steuererklärung ausgefüllt. Die hat frisch ist abgelaufen. Haben wir es sagen? Gut. Sag, komm, spann dich. Ja, du bist ein Arsch. Also, es ist, geht im Weitesten um Meditation. Ich finde es auch immer wieder spannend, aber wir haben vorhin schon wieder über die Sauna geredet, wie wir immer wieder über die gleichen Themen reden können und immer wieder irgendein Schlupfloch finden, wo wir noch nicht darüber geschnurrt haben. Bei Meditation wird es jetzt echt schwierig. Ist das ein neues Küssi? Nein. ich habe mich angemeldet, wir haben auch schon darüber geredet, glaube ich, im Podcast, dass ich wollte mich anmelden für eine Schwiegewoche, so wie Passana. Kennt ihr wissen, von was ich rede? Einfach so, da schweigt man wirklich. Also das ist hardcore schweigen. Und ich habe auch viele Ferien dieses Jahr, und ich tatsächlich, glaube schon das 20-Jährige habe im Radio. Schnell hört ja auch, oh, hat so viele Ferien. Oh. So. Ja, jetzt soll ich die alle nehmen? Das ist sehr schwierig, ja. Item! Und jetzt habe ich mich angemeldet, eben schlussendlich, ja, ist gut. Für so eine Schweigewoche! Hast du jetzt erreicht? Also zuerst habe ich ihn mal angerufen. Das Bändchen ist gekommen, ich habe eine halbe Stunde auf das Bändchen geschwiegen. Nein, aber jetzt ohne Scheiß. Die Arbeitsmoral, das, ich weiss darum nicht, Schelke, du musst mich jetzt therapieren, ob ich richtig bin für eine Woche schweigen. Die Arbeitsmoral geht mir schon auf den Sack. Ich sehe die schon dort. Oh ja, jetzt hat jemand, das ist im Allgäu. Ja, da hat jemand jetzt aus der Schweiz angerufen. Ja, wie passen. Oh, wir rufen ihm nach dem nächsten, nach der Meditationssitzung an. Ah, und dann geht es wieder eine Woche durch. Die haben mir nie zurückgerufen. Ich habe natürlich nicht drauf geschwiegen. Das war ein Gag. Wo ist also, schon das Mitleidslachen zu deinen, ja. Schwingungen. Jedenfalls, jetzt, du hast mich dann mal auf die Fährte gelenkt. Du hast gesagt, komm, schreib ein Mail, weil lesen dürfen sie ja, ohne zu reden. Vorausgesetzt, sie sind nicht so Lautleser. Kennst du die Leute, die einen Text haben, dann immer laut müssen lesen? Oder wenn sie etwas schreiben, guten Abend, mein Herr. Genau. Item, ja. Das sind die, die in Sauna. Sie sind etwa die gleichen. Ein Mail hast du nicht geschrieben, auf ja, das hast du antwortet. Jetzt haben sie sich gemeldet und jetzt dummerweise wäre noch ein Plätzchen frei. Wer A sagt, muss auch Meditation sagen, Simon. Faktenchecker Koch. Ja. Würdest du mir empfehlen, als Medienschaffende in die Meditation gehen, eine Woche wie Passana in mich hineingehen? Oder sagst du von Anfang an zum Scheitern verdammt? Ehrliche Meinung, jetzt nicht. Nein, ich denke, wenn das für dich ein grösseres Bedürfnis ist, mach das. Ich glaube aber nicht, dass du eine Woche schweigen kannst. Dani! Du bist mir so sympathisch gewesen, aber jetzt bist du noch viel sympathischer heute mal. Es ist wirklich. Kann ich mit dir einen Podcast machen? Vielleicht das. Hast du schon andere gemacht? Tusche! Ja, und jetzt, wenn geht, also hast du einen Spruch fix eine Woche durchziehen? Ich habe angerufen, aber ich habe natürlich nichts gesagt. Nein! Ich muss eingerufen. Es ist ein Aufsteller, als ich einen Platz. Nochmal, das sind begehrte Plätze, das können sich irgendwie viele gar nicht vorstellen. Als sie echt begehrt sind und dass du manchmal sogar eine Warteliste hast, dass du so in ein Kloster kannst und einfach gehst still. Es ist ja völlig crazy. Nein, wirklich mal ernst. Dann leben wir in einer völlig crazy Zeit, als die Leute das Bedürfnis haben und die sind in mir irgendwo auch.
komischerweise ist so nach einer halben Stunde meditieren das Bedürfnis so mal durch. So, würde ich jetzt mal sagen. Aber jetzt weiss ich nicht, darum vielleicht auch meine Frage, ich habe noch bis morgen, ich habe noch 24 Stunden. Seit heute Morgen um 8 Uhr. Das, plötzlich schauen sie dann gleich auf die Zeit. Das stresst dann plötzlich. Ja, die wollen so verkaufen. Aber 24 Stunden Zeit. Ein paar dringende Fragen. Wie viel kostet es? Also ich habe vorhin gegoogelt, Schweigewoche, und gekommen ist, alle Cookies akzeptieren. Okay. Dani, nimm den bitte nicht alles an, gell? Also ich wollte fragen, wie viel kostet so eine Woche? Ich kann dir helfen bei der Entscheidungsfindung. Wie viel kostet das? Das ist nicht teuer, das ist mehr so Goodwill. Du wärst einer, der würde sagen, tschüss, hier 5 Liter, merci. Ja, Kollekte. Ja, nein, schon dort hört es bei mir auf. Ich habe das Gefühl, ich muss denen richtig viel geben. Ja, kannst du geben, was du willst. Was? Der Gang? Das ist ja urgeil. Aber das ist es. Zweite Frage, musst du dein Küsschen mitnehmen oder bekommst du eins? Dort hat es Küsse, ja. Dritte Frage, Massenschlag oder Einzelzimmer? Das bin ich noch am Abklären. Massenschlag ging nicht. Oh, wenn wir nicht zusammen schnurren, das geht nicht. Weil Schnarchen geht nicht um Schnurren. Und bei deinen Albträumen weiss ich so, dass das für alle anderen ziemlich einschneidend wäre, das Erlebnis. Da haben wir auch schon darüber geredet. Ja, also Gang. Gang. Du tust dir und deiner Umwelt etwas ganz Gutes. Gang. Eine Woche Ruhe. Eine Woche Ruhe. Das ist... Das ist so, so wie gehen? Ja. Simon, jetzt hast du dein Grab selber geschaufelt. Jetzt musst du. Ein grosses Problem. Die Frau habe ich noch nicht gefragt. Also das ist ein Schweren da dazu. Ich weiß, man sieht. Voilà! Oh. Jawohl! Okay. Ja, ja. Wenn ich es geschworen, unsere Partnerinnen, wir machen es transparent. Unsere Partnerinnen sind da, wir haben gesagt, wir bingen sie nicht ein, respektive sie haben gesagt, wehe. Wehe. Aber ich habe gewusst, dass es bleibt anonym, darum hätte ich gefragt, was sie allein ja gesagt. Simon, ich finde es schön, wenn du gehst. Ich werde noch schnell einen Schwenk machen, zum Nachaufstell. Zum schön kleinen. Wieder rüber. Gerne, ja, das Malizia schmeckt. Ja, schau, ein bisschen Nähe gebraucht. Ich habe gemerkt, dass meine Partnerin mir lieber vorteilt. Das habe ich schon seit 13 Jahren mehr. Und zwar, hier vorne haben wir einen Bildschirm, den seht ihr alle. Ihr seht aber nicht, was dort auf diesem Bildschirm drauf ist. Und zwar haben wir eine Leitung gespannt. Noch vorweg die Frage, wer kennt die Malstunden? Hat das schon mal jemand gesehen, so hangen? Also ein paar wenige. Das sind aber die richtigen Stündler. Sorry für alle anderen, aber das sind die richtigen Stündler. Die Malstunde, die tut jede Folge, die sie hört, visualisieren, also bildlich darstellen. Und genau zu dieser mystischen Künstlerin haben wir eine Leitung gespannt und man sieht es noch nicht, aber sie hat schon das eine oder andere gezeichnet. Wir haben einfach ihre Leinwand quasi, die macht das digital, wo wir hier drauf streamen können. Jetzt sehen wir es. Und jetzt sehen wir es. Luda, wer haben wir? Item ist auch schon drauf. Ja, warum? Und Dani Koch. Dani, wie findest du dich porträtiert? Ja, gut. Also, sorry Dani, ich wollte nicht nachtreten, aber die Ohren hätten wir noch etwas markanter können. Es hat Memes von dir. Sorry, das ist nicht jetzt von mir so gekommen. Ja, aber der Platz ist gut getroffen. Also. Aber dass es wirklich jetzt noch zum Beweis, dass es live ist. Liebe Künstlerin, du hörst es, schreib mal Hallo in die Mitte oder irgendwie. Kannst du auch das Glied drin zeichnen? Was du willst. Schau. Sie! Und das ist ein Applaus. Und das ist wirklich, sie nimmt sich in der Ferienzeit, sie hat nicht so wie der Simon viel zu viel Ferien, sondern sie nimmt sich wirklich in der Ferienzeit, ist irgendwo im Ausland und wir haben mit ihr das können möglich machen. Das ist ohne Aufstell, das freut mich wirklich richtig. Ja, jedes Mal Riesenfreude. Aber das muss jetzt original, das ist fast wie eine Unterschrift. Das muss bleiben. Das muss bleiben. Aber kannst du, jetzt sehe ich keinen Namen, die Malstunde. Künstlerin oder Malstunde, ja. Künstlerin, kannst du beim Glied... Jetzt sieht es noch aus wie ein Kirsch, oben das markante Strichli machen. Würdest du unserer Künstlerin bitte nicht reinreden? Ja, nein, sorry, das ist ein Kirsch. Das ist ein Kirsch. Sie macht, sie folgt dir. Ja, voilà. Merci. So. Schelki, ich komme noch ganz schnell zu dir. Und zwar, jetzt, wir haben es vorhin schon mal angetönt, wir haben Überraschungsgast organisiert. Oder versucht.
Von dem weiss ich leider noch nichts. Ja, ja, ja. Also ich habe für dich einen Überraschungsgast übersucht. Wie tut man Gast gendern? Ja, dann kannst du ja sagen, es ist eine Frau. Ja, es ist eine Frau. Und es ist uns wichtig, das haben wir auch gesagt, wir wollen nicht, wir haben ja gesehen am Anfang beim Einspieler, wer alles hätte kommen wollen. Hat ja irgendein lauernden Lötig oder einen Bühnenhuber oder was? Hat aber ja gesagt, sorry, wir nehmen nicht jeden. So. Ja, weil jemand, der etwas mit diesem Podcast zu tun hat, und es muss auch eine Therapieform sein, vielleicht auch Knüppel lösen, die vielleicht mal entstanden sind. Und ich kann mich erinnern, ganz am Anfang, schon nicht lange her, hast du mal Lampen gehabt mit einer Persönlichkeit. Und ich möchte jetzt mal hier schnell schauen, wer das ist. Alles begann in der Folge 44, als Schelker mit einer Aussage die gesamte Zürcher Promi-Szene diskreditierte. Blick hinter Kulissen, ja, Insider-Infos zugesteckt bekommen, abgekartet Spiel. Vor allem auf eine Person hatte er es abgesehen. Und hat sich die Gülse, das war noch authentisch, hat sich glaub, wirklich darüber aufgeregt. Er dachte, wenn schon Beef, dann richtig Beef, Beef. Seit Folge 44 ist kein Tag mehr vergangen, an dem sie nicht an ihre Rache gedacht hat. Und heute, lieber Schelker, ist der Tag der Abrechnung gekommen. Macht mal Lärm für den Special Guest des Abends. Gülşah Adili. Hallo. Das Gülşah! Ganz kurz, uns. Alter vor Schönheit. Zuerst am Herrn Koch. Grüezi, Herr Koch. Ich bin Adili. Grüezi. Mich. Hallo. Was? Hi. Rache wird ja kalt serviert. Hoi, Gülşah. Hey, wir so zuerst mal. Rache wird ja kalt serviert. Ich habe da etwas Kaltes vorbereitet für euch. Das ist aber lieb. Oh, Rache wird kalt serviert. Jetzt aber. Gülşah, ich möchte ein bisschen... Nein, noch nicht. Das ist doch kein Spannungsbogen. Okay, also mal. Okay, das ist schön. Warte, ich komme an. Also. Wir haben es dann, das ist so unangenehm. Gülşah, es tut mir leid, wie du da reingezogen hast. Es tut mir leid. Okay, ist gut. Hallo miteinander. Ich habe mich müssen verstecken die ganze Zeit da hinten. Ich habe mich sehr willkommen gefühlt. Es war so toll. Versteck dich da hinten, es dürfte ich niemand sehen. Danke vielmals. Gülşah, ich würde gerne. Ist das Champagner oder was trinken wir? Ja, ich glaube. Warte schnell. Ja. Gülşah. Ich habe es für mich eingeladen. Du hast mir schon immer gefallen. Nein, jetzt ernst. Viele haben vielleicht die Situation dann nicht mitbekommen, was ist abgegangen im Podcast. Vorher war es vielleicht auch nicht ganz so verständlich. Es war aus dem Kontext gerissen. Ja. Also ich sage schnell. Der Kollege Büssi und Co. haben einen weiteren Männer-Podcast rausgebracht. Comedy-Männer oder dann noch wie? Quotenmänner. Haha, lustig. Und du? Er ist auch nicht so erfolgreich wie uns. Das ist... Nein, Modo. Wirklich nicht, oder? Du kennst Zahlen. Ich meine, es sind 1400 Leute da. Sicher ist es erfolgreich. Das ist klar. Ja, sag. Du noch mehr. Erzähl noch mehr über... Ich habe gemeint, es sei peinlich, dass ich hier herstehen muss. Aber ich schäme mich für alles andere. Super leid. Also. So. Schau, ich übernehme immer euch gar nicht schämen. Das Einzige, was ich wirklich sehr peinlich finde, dass zwei von den VIP-Gästen nicht gekommen sind. Ich muss erst schauen, wer das ist. Das ist der Felix, oh, der sich nicht vorne hochgeschämt. Der Felix hat sich geschämt, ist ein bisschen weiter hinten gehockt. Ist er da, der Felix? Sag dir, Felix, jetzt kannst du aufstehen. Du hast nicht Stange auf. Er hat es sehr gerne, wenn man ihn interviewt. Er ist der mit der Freundin, die... Ja, genau, der. Ja. Mit jemand anderem. Ja. Okay, ganz kurz, bevor wir weitermachen, ich habe einen Zettel zugesteckt bekommen von Marco. Der Marco hat mich versteckt da hinten und er hat gesagt, Gülşah, es gibt ein paar Autos, die müssen umparkiert werden. Du warst mich jetzt verarscht. No joke. Wirklich? Also, ganz kurz. Und ich möchte, dass die Leute dann aufstehen und ganz kurz vorkommen. Es ist kein Witz, da steht umparkieren drauf. Weil Elektroparkplatz. Ihr UmweltsünderInnen sind auf einem Elektroparkplatz gelandet. Doppelt scheiße mit eurem scheiß SUV. Also, wir haben Bern, sind ready, 721-6118 vorgekommen.
Gülşah, ich werde dich schnell unterbrechen. Ja? Die meisten Leute wissen ihr Autonummer auch nicht auswendig. Frag mal den Simon. Ah, okay. Aber falls ihr es wissen könnt, führen, weil sonst ist mein Witz einfach kaputt. Bern 881783 und FR 34538. Führer kommen, Applaus! Applaus! Oh, ja, schau jetzt. Ja. Jawohl! Ah, nein, ich hoffe wieder ab. Die sind nur auf zu WC. Warte, ich schon. Also, ich sag's nochmal, ich bin nicht Führer gekommen, weil wir noch ein scheiß Auto umparkieren. Bern 721618, Bern 881783, ja. FR. Spannungsbogen, wir haben ja auch Spannungsbogen bei uns. Also, Entschuldigung, ich übernehme Gülşah, noch. Jetzt nochmal. Das Problem war dann, neue Podcast von Männern. Gülşah hat sich dort als Feministin, und das unterstützt vor allem mich, Humanistin, hat gesagt, braucht es überhaupt noch einen zweiten oder einen weiteren Männer-Podcast? Und dann war es so ein Schlammschlacht in den Medien. Und der Schelker war dann, glaube ich, einmal in seinem Leben an einem VIP-Anlass in Zürich. Wir beide fast nie, gell? Nie. Aber du warst da gewesen. Und dann sind sie so, ja, cool, du bist von Bern. Weißt du, was ist gut? Gülşah und der Büsser, beide, eben Gülşah hier und der Büsser vom Quotenmänner-Podcast, haben Daniel, das abgesprochen. Daniel, ob das stimmt und noch ein Buzzer, gut. Die haben das nur abgesprochen, PR-Gag. Und sie findet es eigentlich geil und so. Und das hast du dann im Podcast gesagt. Einen Tag später läutet Gülşah dir an, wo da eine Richtigstellung. Zur gleichen Zeit läutest du mir an. Es war ein Samstagmorgen mit meiner Familie in einem schönen Bergbeizli. Was ist los? Gülşah macht Probleme. Habe ich gefragt, muss ich helfen? Und er, also, jetzt wollen wir hier schnell den Knüppel lösen. Du mal sagen, kannst du dich noch erinnern, dass ich dir am Telefon wie so ein riesen Vollhonk nicht Michel, sondern Michael gesagt habe? Das mache ich tatsächlich nicht mehr. Doch, ich habe gesagt, ja, Michael, das stimmt doch nicht. Viele sagen immer Schlecker oder so. Also, das ist nichts Neues. Okay. Das SRF übrigens auch, die können das so falsch schreiben. Ja, das ist wirklich in eine falsche Richtung gegangen, gelinde gesagt. Das war ein böses Erwachen gewesen, wortwörtlich. Ich bin erst erwacht. Was sagst du jetzt mit so rückblickend zu dem? Ich möchte einfach nur mal schnell fragen. Gülşah, hast du jetzt einen Podcast bei SRF? Ja. Er heisst Zivadili-Ring. Zivadili-Ring. Okay. Ich würde schon einen Namen suchen, den man sich merken kann. Ach, verdammt schwierig. Ja, es ist mega dumm. Zivadili. Ja, es ist mega dumm. Aber jetzt gleich, Gülşah, okay. Also dann hast du noch gesagt, eben, dann ist das Angebot dort, das SRF natürlich in die Erklärung nachgekommen, habe ich mich noch erinnert. Die hat dann gesagt, shit, ja, stimmt, ja, Gülşah, das ist echt, komm, du kannst schon einen Podcast haben. Dann, Zitat, habe ich mich, glaube ich, wirklich erinnert, dass du gesagt hast, du hast sicher keinen. Nein, kein Podcast. Also es war auch so, aha, du beschwerst dich über etwas, komm, damit du ruhig bist, geben mir dir auch einen Podcast. Aber jetzt hast du ja einen. Ja. Wo ist ja genau das Problem jetzt? Aber ich kann, das ist ja... Nein. Okay, ja. Wir haben das dann aus der Welt geschafft. Du hast dann gesagt, nein, das ist kein abgekartetes Spiel gewesen. Und das habe ich dann noch akzeptieren. Zugegebenermaßen meine Quelle ist... Du hast einfach gemeint, es sei ein PR-Gag. Ja. Du hast gemeint, krasse PR-Stand, der Büssi, der Motherfucker, der kommt schon draus. Er tut Gülşah anheizen, damit sie sich aufregt. Und nachher schreibt der Blick darüber. Dabei, es interessiert gar keinen Schwanz, was ich auf Instagram sage, wirklich gar niemand. Du könntest schon sagen, scheiden. Das ist Gender. Schwanz, Scheide. Also wirklich, das ist mir auch wichtig im Podcast. Kein Geschlechtsteil. Ja. Ja, mir ist ein bisschen heiß. Zieh dich noch. Ja, nein, das. Aber mir ist schon heiß. Gülşah. Bitte nicht noch ein bisschen so unangenehm, wirklich. Weißt du, du darfst auch nie vergessen, welche Höhe das ist. Ja, es ist fuhr unangenehm. Wie hoch auf dieser Höhe? Es ist so Blowjob-Höhe. Ja. Ja, was ist denn das Problem jetzt? Aber schau schnell. kein Witz. Hinter den Kulissen, Gülşah, wie hast du es gefunden? Du hast vorhin, ich war bei ihr gewesen, hinter den Kulissen, und gesagt, schmeck mal. Und was hast du gesagt? Dann habe ich gesagt, sollen wir? So. Ah, ja. Kannst du dich untenrum? Kann ich als Mediator schnell fragen? Die haben mich beide erklärt. Gülşah, ich verstehe völlig, dass das dich aufgeregt hat. Mich hat so aufgeregt in dem Moment, wo der Schelker einfach angeschuldigt hat. Bist so eine hure Ratte, ja. Aber ist es für dich okay, die Entschuldigung, oder jetzt gleich vor 1400 Jahren? Ich habe gar keine Entschuldigung bekommen. Aha, das mach mal! Gülşah, ich sage es euch, als ihr am Telefon gesagt habt, ja, meine Quelle, das habe ich vorhin unterbrochen worden, meine Quelle war besoffen. Ja, kann ich hier zugeben, ich könnte jetzt so Name-Dropping machen, mache es aber nicht, für die Person zu schützen.
ich war besoffen. Und es könnte sein, dass wir in unserer Kommunikation gewisse Missverständnisse hatten. Und die dann ungefiltert einfach so rauszulassen in einem Podcast, ist scheiße. Und für das sollte ich mich entschuldigen. Schau, so bin ich immer zusammengekommen mit Männern. Verstehst du, was ich meine? Ja. Die Entschuldigung hat jetzt das A verdient, oder nicht? Ja, nein, darf ich nicht sagen. Nein, gut, dass du wirklich leid, aber ich finde es hure cool. Also, weißt, müssen wir mal, wenn wir es jetzt wieder plump sagen, du hast hure Cojones bewiesen, wenn du bist in die Höhle des Löwen gekommen, wenn du so willst. Ich habe das nicht gewusst. Ich schäme mich mehr im Moment, wie sich das immer bin. Weißt du was? Ich habe gemeint, ich habe nicht gewusst, dass da 1400 Leute sind. Ich habe gemeint, es gibt eine kleine Intervention für dich, weil du die ganze Zeit betrunken bist und schon Scheiß behauptest. Das war der Simon. Schaust du, was ich meine? Das war für ihn, ja. Und dann war ich so, wow, schau, da musst du noch in Maske rein sitzen und bla bla bla. Ja. Nein, also wirklich nochmal hier von Herzen. Ist gar kein Problem, es ist jetzt wirklich Schwamm drüber. Ich habe für euch noch etwas Kleines mitgenommen. Nein, jetzt hast du noch doch, ich habe so gedacht, ich war ja früher noch mal Sprachrohr von der Jugend gewesen. Ja. Und ich versuche das einfach so ein bisschen zu keepen. Und darum bin ich die ganze Zeit auf TikTok. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. TikTok ist wie Instagram, einfach ganz viel kürzere Videos. Also es gibt ganz viele Videos auf Instagram, die eigentlich auf TikTok basieren. Also sie kommen in den Reels auf Instagram an, wenn sie bei TikTok schon lange durch sind. Ungefähr. Und genau. Es gibt auf TikTok immer so Trends, die die Leute machen. Und einen Trend habe ich selber noch nicht ausprobiert, aber ich habe gedacht, ich bringe den mit. Und zwar tun die Leute... Bitte nicht mit tanzen. Nein, auf gar keinen Fall. Ich meine, das wäre unangenehm für alle Beteiligten. Nein, für mich nicht. Nein. Es gibt... Doch, glaub mal, wenn er tanzt. Okay. Es gibt einen Trend, wo die Leute Orangensaft mit Espresso mischen und das ist hure fein. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt und testen das aus. Aber musst du... Ja. Nein, ich bin schon lange auf TikTok hure drin und mache so Sachen mit. Also der Schelker hat eine Fruktanintoleranz. Ich kann nicht, sorry. Nein, aber sorry, Kaffee hat nichts, oder darfst du nicht das Scheisse? Oh, das hat alles den noch nicht. Nein, ich darf wirklich nicht. Ein kleiner Schluck. Dani, du gibst mir recht, Fruktanintoleranz darf nicht schätzlich bescheinigen. Ich habe ein Rezept gesehen, nicht. Simon muss leiden. Es tut mir leid, ich kann nicht, Simon. Also Simon, ich mache es auf jeden Fall auch. Also fang du an. Zuerst, oder? Ich nein, an. Lieber du zuerst. Ich bin noch nie so froh für meine Fruktanintoleranz. Ganz ehrlich. Das ist so hässlich, wer kommt auf die Idee? Ist fein. Ja, wie läuft es, wenn ich schon nur zu. Boah, das ist Zeug. Man muss ja nicht alles nachher machen, was auf TikTok ist. Wow. Sensationell, das ist ein Sommergetränk. Nicht. Nein. Ich gebe noch ein bisschen Dani. Dani? Und der Dani ist die Instanz. Wenn der Dani sagt, es ist fein, dann ist es wirklich fein. Hast du eine Fruktanintoleranz? Jetzt kannst du es noch sagen. Ich probiere. Wenn ich dann nachher runter muss, müsste ich den ohne Weg weitermachen. Die Ruhe, die der Dani ausstrahlt, grosser Respekt. Ich bin so froh, haben wir den Dani. Geht noch, gell? Oder? Geht noch. Das ist schon Schlimmeres gesehen. Also wenn du da noch ein bisschen Wodka reinschmeissen würdest. Du hock noch heute ab. Ich frage mich, ob du noch hocken kannst. Jetzt wird es ganz intim, Gülsche. Wieso? Willst du jetzt über meine Analfistler reden? Ja, exakt. Ich stocke dich ein bisschen. Und du redest sehr offen, Schelke. Der schaut schon in eine andere Richtung. Nein, aber und das ist interessant. Wir haben einen Arzt hier, der wie auch ich. Das, ich bin ein Bande jetzt. Gülscha, ich habe das Gefühl, am Schluss gehen wir zusammen hier versöhnt aus. Er schiebt sich in eine Richtung, die ich nicht haben will. Ich hoffe einfach, dass es nicht zu versöhnt ist, weil deine Freundin da ist. Die wartet ja schon mit dem Schlagring. Ich habe gemeint, sie wartet im Schlafzimmer fürs Beide. Okay. Und ja, mit dem Schlagring für uns beide. Hallo, ich werde auch noch Entschuldigung. Darf ich auch zuschauen? Aber Analfissuren. Aber nein, Fissuren, nein, Analfistel, Fissuren hast beides, du. Beides. aber du hast dort eine Operation gehabt, gesäß und bist mit dem, es hat einen Podcast, es ist ein anderer Podcast, ich sage es nicht falsch, Eismangel. Ich kann mehrere Podcasts hören. Mehrere, die Dame. Ich kann mehrere leisten. Aber du redest sehr offen über das und das ist der Heilungsprozess. Du hast, wo genau hast du das Ding rausoperieren? Also, Also muss ich es jetzt zeigen, oder was? Also, ich kann... Also, es ist... okay, warte rasch. Es
So viel zum Thema. Ich habe eine Fissur gehabt. Ich habe eine Rektalfissur gehabt. Das ist ein kleiner Riss, wie mein Arzt gesagt hat, bei 18 Uhr. Das passiert ganz vielen Leuten. Ein kleiner, herziger Riss. Kann passieren. Auf jeden Fall tut das dann auch weh. Das tut weh, das tut das weh. Und nachher ist das dann zu einer Fistel, hat sich das entwickelt. Und dann habe ich müssen zu einem... Erzähl weiter. Dann habe ich zu einem Arzt müssen. Zum allerersten Mal in meinem ganzen langen Leben von 36 Jahren musste ich zu einem Proktolog müssen. Und dann war ich dort in einem Wartezimmer gewesen. Und es hat immer zwei verschiedene Ärzte gehabt, die Patientinnen abholen. Ein Alter mit so einem kleinen Ränzli mit einem weißen Schnauz und ein Junge, wo man so wird denken, what? Hello? Und ich habe gedacht, hoffentlich habe ich den Alten. Habe ich den Alten gehabt? Nein. Dann ist der Dr. Dindo. Der Dr. Dindo ist dann so gekommen und hat gesagt, Frau Adili, und ich so, dann war ich so dort gewesen und dann hat er mich gefragt. So Fragen gefragt, die ein Proktolog halt fragt. So, nicht, Sie haben aber schöne Augenbrauen und wie machen Sie die? Nein, sondern wie ist Ihr Stuhlgang und blüht es? Und ich habe so gedacht, hey, warte. Da sind jetzt ein paar Schritte übersprungen, junge Herr. Hätte er einen Drink gezahlt voran? Oder? Leider nicht. Aha. Und dann sagt er so, ja, wir müssen das jetzt ein bisschen, wir können jetzt anschauen. Das ist ja mal von der besten Seite. Dann haben wir, ja. Dann haben wir den... Sorry, das ist jetzt verdammt falsch überkommen. Ich sehe mein Gesicht sehr gut. Sorry, das ist falsch überkommen. Nein, das war super. Super. Doch. Entschuldigung. Nein, ich habe ihn nicht so gemeint. Doch. Ich habe ihn nicht so gemeint. Das ist super. Hey. Super delivered. Wirklich. Auf jeden Fall haben wir dann den Raum gewechselt. Nachher stehe ich so vor ihm. Leute, ich habe mich extra schön angelegt und sehr gut geschminkt, weil ich denke, der intime Moment. Nachher stehe ich so vor ihm. Er sitzt, da hat so einen Schragen. Nachher sagt er so... Nachher ich so denke... Also, muss ich mich jetzt einfach vor ihm runterbücken? Und was muss ich machen? Und dann habe ich so gedacht, okay, ich tue jetzt meine Unterhose abziehen. Und er so, nein, müssen Sie gar nicht. Und ich dachte so, hä, tut er einfach jetzt meine Unterhose so auf die Seite schieben? Das ist ja so hure sexuell. Also, Entschuldigung, ich so, okay. Aber ich habe sie dann schon da unten gehabt. Und ich dachte, nein, jetzt kann ich sie nicht wieder aufziehen. Es ist zu peinlich. Dann ich sie abzogen. Nachher sagt der Dr. Dindo, ja, Sie können jetzt einfach so mit dem Gesicht zur Wand anliegen. Da denke ich so, okay, Gott sei Dank kein Augenkontakt. Ja, es ist wirklich... Und dann hat er geschaut und hat gesagt, Sie, das sehe ich vom Schiff aus. Ja, ich weiß genau, was das ist. Und dann hat er mich gefragt, ob ich gerne Botox in mein Arschloch spritzen würde. Und was war deine Antwort? Ich habe gesagt, Sie, das ist die beste Geschichte auf der Welt, die ich nachher all meinen Freunden erzählen kann. Auf jeden Fall spritze ich mir jetzt Botox in meinen Rektalmuskel. Aber das war das Einzige, das geholfen hat, oder? Es hat nicht geholfen, nein. Aber es ist eine gute Geschichte. Aber darf ich hier schnell... Ja. Oh. Darf ich schnell sagen, wie ich... Ich bin voll im Film, sorry. Ja, wie ich der Gülschan nachfühle. Ich bin so froh, dass meine Eltern nicht da sind. Nur schnell die Jungerhosen-Thematik hatte ich beim Urologen auch schon gehabt. Und dort ist so schwer in eine sexuelle Richtung, wo man auch nicht... vor allem, du hast Boxershorts. Ja, oder? Dann habe ich gesagt, ja, muss ich runter oder muss ich... Hat er auch schon gewartet, dass er es auf die Seite schiebt, oder? Nein, aber wir lachen jetzt drüber, aber glaub mir, die kommen hier alle in ein Alter, wo man das mal machen muss. Das ist scheiße, ich sage nichts. Und ich würde sagen, wenn man nicht in ein Alter kommt, ich würde einfach sagen, hey, ich brauche wieder mal ein Smalltalk-Thema, um eine Party-Crowd unterhalten, dann gehen Sie zum Dr. Dindo. Wow. Kann ich schnell den Experten fragen? Daniel Koch, hast du schon mal Unterhose auf die Seite geschoben? Also, beruflich? Nein, das ist völlig unüblich. Und nicht beruflich, privat? Entweder sagt man dem Patienten, bitte machen Sie sich frei. Oder... Wenn du das sagst, klingt das irgendwie auch ein bisschen hot. Das geht so stark in eine falsche Richtung. Das geht so stark. In eine richtige Richtung. Normalerweise ist man bei diesen Untersuchungen ja auch nicht allein. Normalerweise hat es noch irgendeine Assistentin. Die filmt? Praxis.
Ich habe wirklich ein paar Doktorfragen. Nochmal, der Schelker ist ein Hypochonder. Das ist mir wirklich wunder. Ich habe das Gefühl, viele Doktor, auch so im Zwischenmenschlichen, sind nicht so gut ausgebildet. Bestes Beispiel, eine peinliche Situation für uns. Schelker beim Urolog, ich bei anderen. Ist ja gleich. Aber nein, aber die tun manchmal Zeug voraussetzen. Ich bin im Ultraschall gesetzt, ich ein Spoiler. Ich rede dann auch noch über einen Arm. In Ultraschall rein, tut mir auf den Bildschirm zeigen, seht ihr das nicht? Dann sage ich, was? Ja, hier, da. Dann ich, was? Nein. Also, weißt du, so Zeug voraussetzen, gewisse Sachen, das geht doch nicht. Daniel? Nein, das. Sorry, es ist. Als wäre er jetzt schuld für alle Ärzte, die es falsch machen. Ja, schon ein bisschen. Er war schon in der Pandemie immer schuld, weißt du, wie ich meine? Also. Nein, also ich bin ja für Corona schuld, ich kann ja noch für ein paar Ärzte schuld sein. Das ist nicht so schlimm. Nein, selbstverständlich, das ist eine Schwierigkeit. Oder? Wie erklärt man dem Patienten, dass er jetzt sich eben die Unterhosen abziehen sollte, anlegen, wenn möglich noch Blei spreizen, weil man irgendetwas anschauen müsste. Und es muss ja nicht immer nur gerade ein Analfistel sein. Ja, ja. Ich empfehle einfach Kerzenlicht. Das, wenn man nicht Kerzen anzündet, passiert das automatisch bei mir. Aber ja, das ist eine andere Situation. Das sollte man aber in der Praxis nicht haben, eine Kerze. Wegen Brandgefahr. Wenn genau. Plötzlich Marvin schnell... Gay, let's get it on, läuft die Praxis, dann weisst du, was läuft. Schelker, können wir schnell schauen, ob die Analfischl auf der Zeichnung zu sehen sind, von der Gülscha? Können wir hier schnell den Check machen? Oh, ja, dann steht etwas. Ich sehe es hier schon. Können wir das hier auf den Screens haben? Eieiei. Da steht in der Mitte ein Fischl. Das ist gar... Ja, da, schau, Gülscha, siehst du es? Aber wo ist unser Pimmel her? Wo ist unser Pimmel? Können wir nicht. Hey! Das ist, ah, hier. Ah, da. Mit Strichli! Gülscha, hey, ich könnte noch, wirklich, wir könnten eine Stunde noch weiterreden. Es ist spannend. Wir gehen an die Orte, wo es dunkel ist und stinkt, da fühlen wir uns daheim. Merci vielmals. Gülscha, bist du hier gewesen? Wir reden dann noch ein bisschen hinter der Kulisse. Ganz kurz. Schau, es ist für mich ganz wichtig, dass ich einmal Saallicht habe und die Leute dann klatschen, damit ich das auf Instagram posten kann. Und nachher sage ich so, ich Gefallen machen. Ich hatte natürlich eine Show, ich sage gar nicht, dass ich bei euch war. Okay, ihr könnt. Also, jetzt auch ab, ist gut. Jetzt wirklich, ich bin so tun, als wäre ich die Melanie Weniger. Lacht! Bitte lacht da noch dazu, dass, als hätte sie einen Huren Gag erzählt. Nein, wirklich, ich bin Miley Cyrus. Oder auf wer stehen die jungen Leute? Auf wer stehen ich weiß es auch nicht. Nicki Minaj, ist die durch? Ich weiß auch nicht. Aber jetzt auch ab und du filmst, ist gut. Ja, ja. Ja. Genau, ah. Ja. Cool. You, die haben okay. Bezahlt. Okay, und jetzt drehen durch. 3, 2, 1. Wahnsinn! Bye! Grüß dich! Mal, noch ein kleines Geschenk. Mach noch mal einen herzlichen Applaus, das hat sie verdient. Sie ist in die Höhle des Löwen gekommen. Danke vielmals! Du bist Adili! Danke, ich nehme das noch. Ja, diese Flasche, also, es ist mir noch gesagt worden, wir haben, also sie und wir alle zusammen recherchiert, du stehst auf dem Trinken, was Skinny Bitches heisst. Das ist, glaube ich, so. Einfach Wodka Soda, wo so. Skinny Bitches ist schon wieder sexistisch. Ja, okay. Ja, genau, Girl, ja. Wodka hier. Das ist sogar Organic, danke vielmals. Hey, ich komme im Fall morgen einfach wieder, ist gut? Okay. Tschüss. Gülscha! Gülscha! Adili! Du hast mich ein bisschen in Zugzwang gebracht, Simon. Ich werde eine kleine, feine Überleitung machen zum weiteren Programmpunkt, den wir auch aufarbeiten. Zu dem hier. No, Gott! Dein Aufreger der Woche. Oh, come on! Weil, ich hätte ja auch jemanden einladen. Jemand, der Bezug hat zu diesem Podcast. Ich muss nicht sagen, ich wollte Bühne Huber einladen. Ich habe es ja auch schon x-mal. Du hast gesagt, probier es. Ich habe gesagt, es wäre eine Idee, aber das ist wohl. Ja, es ist lange her. Es was ist heisst, probieren? Ich habe probiert, Gülscha einzuladen. Ja, sie ist gekommen, er kommt nicht. Und im Gegenteil zu deiner Gülscha, die ist eingeladen, die wirklich Cojones bewiesen hat, und daher ist gekommen, ist eine Bühne Huber alles andere als amused. Und
das hat gipfelt in einem öffentlichen Dokument. Ich weiß nicht, ob die Kamera so nahe herzoomt. Das ist kein Fake, kein Fake. Der Bühnenhuber hat uns in seinem Tagebuch öffentlich beleidigt. Also, Schelke, bleib nochmal schnell. Das ist kein Witz. Du hast ihn einladen zum heutigen Abend, hast gesagt, hier, und dann hat er abgesagt. Nicht nur abgesagt. Aber das hat nichts mit der Absage zu tun. Das Mal. Mal. Er hat sogar datiert. Dienstag, 8. Februar 2022. Einen Tag voran habe ich die Anfrage rausgelassen. Kennt jemand Bühnenhuber Geschichte nicht zwischen uns? Nicht? Okay, gut. Alte, es war ein Interview von 5... Wo ist er? Du, die Frösche schreckt auch vor nichts zurück. Entschuldigung. Also die Bühnenhuber-Geschichte, ich bin es langsam leid zu erzählen. Item. Ich habe das Gesteck bekommen, ich habe das nicht gesehen. Das ist öffentlich einsehbar auf patentochsner.ch. Ich habe das nicht gesehen. Der Bühne führt dort Tagebuch. Er tut über alles schreiben und er hat sich Zeit genommen. Wart. 4 fucking Seiten über uns zu schreiben. Und das wegen einem Interview vor 5 Jahren. Wo ich auch Scheiße gefunden habe, aber ich bin dort irgendwie mit drinnen gelandet. Ich will das zitieren. Der Bühne tut, das muss ich vorweg schicken, seine PR-Managerin aus Signora oder Signorina Valentina betiteln. Ich sage einfach nur Valentina. Er hat so wie einen Dialog geschrieben und sich selber betitelt er aus Grummel Hans-Peter. Das ist noch leicht untertrieben. Okay. So, ich lese vor. Das ist nicht erfunden, ihr könnt es alle nachlesen. Es hat mir ein Darf ich nicht sagen, es verdammt Wochenende. Du bist völlig, jetzt bin ich langsam nervös. Ist es so schlimm? Es hat mir das ganze letzte Wochenende vermisst, Alter. Ich habe vom Bühnen geträumt, wegen dem da hier. Kann ich ins Publikum hocken? Ich gehe da zum Felix. Nein, bleib hier. Es geht schliesslich dir, aber du bist eigentlich die Schuld. Sind wir so weit. Hock jetzt hier ab. Ich bin ja gespannt, ob er mich zitiert beim Namen. Also jetzt hören wir mal. Weil das ist also, immer noch vorweg geschickt, namentlich hat er es nicht erwähnt, aber es ist eindeutig, um wen das es geht. Der Titel von diesem Tagebucheintrag ist «Der Spannungsmoment». Es gab auch zwischen Valentina und meiner Wenigkeit kleine Spannungsmomente. Da war beispielsweise diese Sache mit Energy, unserer Arbeitgeberin. Nichts von grösserer Bedeutung, denkt mir auch, wenn man da weiterliest. Es gibt, für die, die das nicht wissen, zwei von den massengeliebten Moderatoren-Clowns. Verfechter des klassischen Schabernack-Radios. Mit denen habe ich in den vergangenen Jahren oft schon geredet und wurde dabei aber jedes Mal eigenartig müde. Und diese Radio-Clowns wollten wieder mit mir reden. Aber ich hatte null Bock. Es geht noch weiter. Wir werden aus. Ihr werdet auch noch beleidigt, falls ihr schon mal bei Energy Memorial eingeschaltet habt. Dass Valentina sagt, ja, die wir haben Anfrage. Dann sagt er, wie jetzt der Schabernacks von der Clownerie Spaßvögelei GmbH, leichte Frühmorgenkost für die Menschen in mittlerem Alter, im harten Alltag der dünn gepfiffenen Helvetik. Das seid ihr gemeint, nicht mir. Blablabla, ich will das Album promoten, ich will nicht über Sackratten, Damenbinden oder Magerquark reden. Als hätte mir schon jeder Magerquark geredet. Du, das ist ja wirklich Inhalt vom Podcast. Also weiter, was ist Schnäbi-Catcher-Radio für Dentalhygienikerinnen. Habe ich nicht erfunden, das steht hier alles drauf. Ich kann noch weiter. Dann hat es noch eine schöne Stelle, da nehme ich Wunder, was drinnen ist gestanden. Vielleicht kann man das hier auch einblenden. Das ist geschwärzt. Zensuriert. Ein zensurierter Dialog, den er mit seiner Managerin über uns geführt hat. Der Stachel-Simon, der sitzt tief. Und die Hang, die ich ihm gereicht habe, die ist weggeschlagen worden. Nein, er hat noch drei gespäut und hat sie näher weggeschlagen. Der Zug ist abgefahren. Fertig. Finito Lavoro, ich glaube, ein Song oder ein Album von ihm geheissen. Aus die Maus, tschüss. Der Zug ist weg. Und wer applaudiert jetzt? Das tut mir weh. Ich bin Fan von Huber. Schelker, ich bin nicht aggressiv. Ich will nur ganz hart hier hinten schauen, ob die Wand hier. Damit zu! Schnäppizack! Ist alles gut? Da hinten ist im Fall alles gut.
die Gefühle hatte ich am Wochenende. Das hat mir so, das, ich wiederhole mich, ich bin Fan, ich bin immer noch, ich renne auf dem Gurt. Und es tut mir so weh, dass der Typ wegen einem Interview jetzt so scheiße drauf ist. Und ich habe nicht mal etwas gemacht. Und vor allem, willst du es eh mehr fragen? Ob das Interview besser hättest du machen können? Nein, sicher nicht. Sicher nicht. Ich frage dich, Daniel Koch, du bist dann das Züngli der Waage in diesem Streit. Aber warum bringt er das so auf den Punkt in seinen Liedern? Beispiel Venus von Bümplitz. Da bringt er nie etwas auf den Punkt. Da sagt, Achtung, Kinder kommen die Tubetänzung näher. Da denke ich, sag doch echt, die haben ADHS oder... Aber warte, anderes Beispiel. Ja, ja. Bockstössige Himbeerbube, Arschloching. Okay. Schreib doch das! Oder, warte, ich muss überlegen. Hast du, oder hier, warte, ein Beispiel. Komm, ich habe den Fluss überlegt. Sag nur. Ich bin gerade im Text. Ha, sie hat mehr als 100 Kinder. Und jetzt ist, im Frühling gibt es es nicht. Sag doch, Schlampe! Ja, das war schlecht. Aber ja. Weißt du, was ich meine? Er tut immer alles umschreiben. Und hier sagt er uns Glön, Blöd, Doof, Dicke, Arsch. Lass ihn noch so Viertliga Frühstücksradio. Nicht zweit, nicht dritt, Viertliga. Daniel Koch, könntest du bitte mal auf den Faktenchecker drücken, wenn er sagt Viertliga-Radio? Das stimmt doch nicht, Daniel. Ja, ich probiere gerade Bühne Hüber und das nachher funktioniert nicht. Jetzt ist mir der Google ausgestiegen. Auf bei Viertliga drückt er auch nicht, weil es stimmt. Aber weißt du, hättest du jetzt so können sagen, nein, das ist keine Wahrheit, die er erzählt. Also warte, ich mache es schnell. Yeah. Nein, aber die versteht nichts, oder? Versteht ihr nichts? Es tut weh. Also, weißt du, was ich im Bühne auf diesem Weg vielleicht sagen will, er hört eh nicht zu, ich weiss es. Aber die höchste Schnittmenge von unseren Hörerinnen, und das sehen wir anhand von Daten von euch allen auf Spotify, was die sonst noch für schwänische Sachen hören. Ja, wir sehen es. Patent Ochsner ist Nummer 1. Was, ist das wirklich so? Es ist kein Witz. Und er hat das Gefühl, er sei... weißt du, ich meine, das tut mir einfach weh. Ah, das ist ein Zeichen, alles Wasser zu mir. Daniel, möchtest du noch ein bisschen Wasser? Ja. Das ist frisch. Ja, das ist gut. Du musst nicht demolieren, Simon. Item, wir tun jetzt das Kapitel einmal beenden. Ich finde so, ich hätte es noch geil gefunden. Das ist jetzt schlecht, wenn wir machen. Ja. Kühlschrank gehört ja schon. Du, Fensterchen zu vom Kühlschrank. Das ist Energieverbrauch. So. Das Bier nehme ich noch raus. Ah, ja, jetzt haben wir einen Zielkonflikt, Daniel. Jetzt muss ich eben noch mal auftun. Aber noch mal Hurti, es passiert nicht noch mal. So. Das lässt sich nicht nehmen, Dani. Ist gut. Ich mache es wieder zu, wenn du tust. Schnell Faktencheck. Stimmt es, dass Bier trinken schöne Haare macht? Ja, mal. Ja, gemerkt, du willst arbeiten. Ich trinke jeden Tag ein Bier. Da stoßen wir drauf an. Nein, also ich will das Kapitel, Dani, mit dir. Aus der schlimmsten Misere entsprungen, eigentlich der Charakter Daniel Koch von den letzten zwei Jahren, aber zuständig für die besten Gags bei uns. Hey. So, für Gesundheit, wir reden ab jetzt nicht mehr über die Bühne. Und nicht mit mir. Mit ihm. Ich rede nicht mit mir. Nur selbstkritisch mit mir reden, sind einfach durch. Und bitte, wenn wir in zwei Jahren wieder eine grosse Versöhnung mit ihm haben, haben ist das jetzt nicht für. Ist gut, wir sind Fähnchen im Wind, aber Stand jetzt rede ich nie mehr mit dem Bühnenhuber. So. Das wäre einer von meinen vielen Aufreger. Und, ein krasser Aufreger. Ich finde, das ist schon fast mal ein Applaus für den Schelker wert. Das ist... Da recherchieren. Jo. Es wird nicht besser, jetzt kommen noch ein paar Aufreger. Es ist einfach so, habt ihr mitbekommen, ich habe Schulterprobleme, seit dem ersten Wochenende wenn, habe ich die Schulter verletzt. Oh, ah, das sind so geile Sie. Jetzt habe ich sie wieder gern. Und wir haben, glaube ich, im letzten Podcast, ist so ein bisschen eine Grenze, mal MRI gemacht, wie geht es jetzt weiter?
Diagnose T-Bone Steak habe ich noch im Kopf. Ja, genau, ja. Ich habe mein T-Bone Steak, habt ihr das gesehen auf unserer Insta-Seite, wo ich so einen Schnitt, einen kleinen Ausschnitt vom MRI gezeigt habe. Es sieht 1:1 aus wie ein T-Bone Steak, meine Schultern. Und ich habe gedacht, der Einzige, der sich darauf einen abholt, ist der Kannibale von Rottenburg. Das ist nämlich überlegen, wie er heisst. Aber was ich für Nachrichten da bekomme. Wie viel Prozent von der Bevölkerung haben einen Hang zu Kannibalismus in der Schweiz? Uff. Starke Frage, ist nicht erwartet. Nein. So doof. Also, ist keine starke Frage, sondern ist eine dumme Frage, weil es in der Schweiz kein Kannibalismus gibt. Okay, ja. Okay, egal. Jedenfalls, ich musste ein MRI machen und dann sagt mir die Dame dort am Empfang, sagt mir dem so, ja, Herr Moser, das sind eure Zugangsdaten, da könnt ihr da rein googeln und dann könnt ihr jede Scheiblette schauen, das ist wie ein Lioner da. Tücke, 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 tücke. Also, was mache ich, wenn ich als Hypochonder komme? Herr Koch, ich kann natürlich das analysieren. Und das ist, also, das ist Kaffeesatz lesen in meiner Schulter. Das, muss ich, das hat Fissuren und Striche und so. Kann man bestätigen als Arzt, das kann ein Normaler wie ich nicht herausfinden, wo ist jetzt die Sehne gerissen oder der Kapsel? Nein, das kann man nicht. Das ist wirklich sehr schwierig, so ein Stück. Das kann der auch nicht Arzt sagen? Ja, nein, also das kann ich selber auch nicht. Das braucht wirklich der Spezialist. Du siehst höchstens Fischchen in deiner Schulter, oder? Ja, ist unschön gewesen. In der Schulter hat es selten einen Fisch. Hätte ich jetzt auch gleich sagen, danke Herr Koch. Es ist schon mal schlimm, in die Schulter, sich selber in die Schulter schauen. Das ist nicht gemacht dafür. Ich will gar nicht wissen, was alles kaputt ist. Und dann sagt mir mein Arzt, läutet an und sagt, hört, der Spezialist macht den Befund. Ich habe nur schnell drüber geschaut. Ja, da ist das eine oder andere abgesprengt, explodiert, kaputt, verhackt, verschissen, beschissen. Scheiße! So hat es sich in meinen Ohren angetönt. Sagt das ein Arzt? So. Nein. Also, der drückt doch. Machst du nicht aufstehen oder machst du jetzt mit dem Bier gemütlich? Okay, ein bisschen übertrieben. Also die Schulter ist sicher nicht so schwer kaputt. Sonst würdest du ja dein Mikrofon nicht mehr haben. Wenn es nicht so viel würde kosten, würde ich das Anni Koch jedes Mal in unserer Folge haben. Jetzt muss man das schauen. Der Spezialist wird sagen, was er machen will. Und dann muss man das, was kaputt ist, wieder flicken. Ja. Vielleicht noch schnell, warum ich mein Mikro habe. Du hast schon nicht gesehen, was ich für einen Muskelaufbau im linken habe. Und das man natürlich so gewisse Sachen tragen. Jedenfalls, für mich ist klar, ich schaue nie mehr meine Schulter. Das ist wie das Kinderzimmer daheim. Solange die Tür zu ist, ist mir scheißegal, wie es drinnen aussieht. Und wenn die Türen aufgeht, dann ist ein schlechter Laune da. Und das ist bei mir passiert. Ich habe ihn gesehen, am nächsten Tag läutet mir der Spezialist an, sagt, ja, komm, und jetzt ist die Chance da. Kapselabriss, Daniel Koch, plus gewisse, wie sieht man den Fäden oben durch? Sehne. Genau. Sehne, angerissen oder gerissen, gut möglich operieren. Und das würde zur Folge haben, wenn das stimmt, dass ich 7 Wochen lang müsste, wie ein Blasbalken, wie ein Lilliputaner im Schwitzkasten. Lilliputaner darf man nicht sagen. Sagt man nicht. Also, wegen dem Lilliputaner oder wegen dem Blasbalken jetzt? Die Kleinwüchsigen nennt man Kleinwüchsige. Sorry. Stimmt, das hast du mal falsch gesagt. Komm, hast du eingangs erwähnt. Das war ein Spruch. Wo bin ich jetzt bleiben stecken? Beim Blasbalken? Mit 7 Wochen, stimmt das? Ja, es geht lang. Und wie geht es dann weiter? Nachher wird man wieder mit Physio anfangen. Das tut meistens nicht sehr weh, nur ein bisschen. Und dann muss man das Gelenk wieder schmieren mit Bewegung und so, aber am Schluss kommt das gut. Es könnte auch sein, dass für die letzten 168 Folgen jetzt mal das Karma zurückschlägt. Wenn ich mal ein Problem mit meiner Schulter hatte, wenn ich mal ein Problem mit meinem Bauch hatte, wenn ich mal ein Problem mit meinem Handgelenk hatte, dann ist immer belächelt worden. Ich bin der Letzte, der das belächelt. Ich fühle hier mit. Oh, das ist, seien wir ganz ehrlich, wir kommen aus einer Pandemie.
wir haben im Moment Krieg in Europa. Da müssen wir nicht darüber diskutieren. Da ist das, was ich hier habe, ein Scheiß. Aber wir haben alle zusammen eine Scheisszeit gehabt und haben jetzt vielleicht mal wieder eine Möglichkeit, uns frei zu bewegen und mal wieder ein bisschen rausgehen und mal Freude haben. Und mach mal, hast du eigentlich noch gesehen, wie das geht? So eine Handpumpe oder einfach mal wieder Freude haben mit den Hängen. Und das ist vorbei! Das ist vorbei! Er hat gesagt, möglicherweise operieren. Dani, vielleicht, was heisst es im Ärzte-Jargon, möglicherweise 50-50, 60-40? Ja, yeah, meistens ist es am Schluss schon operieren, aber... Sorry. Aber ich muss sagen, oder? Meistens ist das auch besser. Oder? Weil sonst denkst du das Leben lang, du hättest das nicht müssen operieren, es geht nicht mehr so wie früher. Ja, nicht halb so schlimm. Ich bin vor ein paar Monaten unter einem Messer gelandet. Was hast du da? Oh. Er so ein Tamtam? Ja, ich habe es ein bisschen übertrieben in meinem Alter, mit dem Sport. Ich habe zwei Hunde eingespannt auf den Langlaufski und bei den... Das heisst Skihöring, das gibt es. Es war einfach ein Hund zu viel für das Schneeverhältnis. Und bin dann wirklich auf die Schnelle gefallen, so richtig schön. Und dann etwa 40 Minuten zurückgelaufen. Ah, sag mal, hätte ich noch 40 Minuten weitergezogen, die Hunde? Nein, Gott sei Dank nicht. Aber etwa nachher 3 Stunden Insel gebraucht, bis sie gesagt hat, doch, müsst ihr doch operieren. Und, hat er möglicherweise gesagt? Zuerst hat er gesagt, ich schicke dich heim, morgen um 3 Uhr. Wir müssen es nicht sofort machen. Und ich habe ihn so angeschaut und hat er gesagt, ja doch, vielleicht finden wir doch noch ein Bett. Und dann, Du, aber nur schnell, möglicherweise, und jetzt in dem Fall schon nach einem Todesurteil. Ganz Nein, ist gut gekommen. Jetzt kann ich wieder Sport machen. Siehst du, Simon, es ist halb so schlimm, wenn es der Dani Koch überlebt, überlebst du es auch. Er hat auch nicht so, weißt, ein aktives Leben wie ich. Halt noch der Dani Koch, ist ein bisschen... Und das bring mich nicht dazu, deine Frau zu fragen, gell? Ja, das ist mein Aufreger von der Woche, glaube ich, wenn es vorhin einen Applaus hatte. Ein mitfühlendes Oh, du Die Leute noch für alles einspannen, das ist wirklich krass. Also, das ist ja wirklich wahnsinnig. So, was haben wir noch? Hey, du, von Luther, es ist schnell dort unter dem Gülschafress zu tun. Ein, zwei, habe ich noch? Jetzt habe ich das fast vergessen. Das war eigentlich der Aufreger vor Wochen. Der Bühne ist erst näher gekommen. Haben wir noch Zeit? Nee. Was ist für Zeit? Ja, wer muss hei? Hang auf an. Wer muss hei? Wer hat Stress? Niemand. Wer muss hei? Die vom Bodensee kommen. Nee, wirklich, können sagen, wenn wir zum Ende sollen kommen, können wir jetzt aufhören. Zoll erreicht. Hier steht es. 90 Minuten durch. Ja, jetzt ist Zeit. Nein, also, okay, ist gut. Also komm, erzähl dir noch. Es war vor dem Bühnendesaster, als ich in Stadt unterwegs war, eine alte Kollegin getroffen. Also nicht sie war alt, sondern ich habe ja mal mit ihr zusammengearbeitet, von früher. Und wir haben sie mal gesehen, wir haben sie ein bisschen austauscht, wieso ist Smalltalk, dies, das. Und dann sind wir irgendwie, ich weiß nicht, ist schon nicht der erste Smalltalk-Punkt, aber wir sind auf jeden Fall auf das Thema Beerdigungen gekommen. Oh cool, du. Und er? Ja, jetzt lacht nicht, das ist wieder ein Downer, aber ja, das ist eine knisternde Begegnung. Wir haben einen gemeinsamen Nenner gefunden von vergangenen Jahren. Jetzt im Moment sage ich so nicht. Sie hat einfach eine traurige Geschichte erzählt. Ist so nicht zum Lachen. Sie hat gesagt, hey, schau. Sorry. Ich hatte Todesfall in der Familie letzte Woche. Die Grossmutter ist gestorben unter tragischen Umständen. Insofern, dass die Grossmutter allein gelebt hat. Dann wusste schon, auf was es rausläuft. Also muss nicht nur schlimm sein, wenn man allein lebt. Nein, aber sie ist gestorben und sie hat sie lange nicht mehr gefunden. Und das ist hart und das ist bitter, das ist leider Realität. Und wo man sie dann gefunden hat, ist natürlich eben, ja, es ist für alle Beteiligten schwierig gewesen. Sie haben mir einfach erzählt, wie das sie für sie, hat zugelost, einfühlsam, gesagt, ja, shit, tut mir leid, mein Beileid. Dann hat sie mich noch so gefragt, ja, aber es war mega schön gewesen, willst du Fotos schauen? Dann von was jetzt? Ja. Dann habe ich so gedacht, vor Beerdigung oder irgendwie, weißt du, was ich meine? So, vom ja. Fest oder... Dann zeigt die Frau mir auf ihrem Handy, und die Bilder habe ich jetzt in meiner Netzhaut eingebrannt, Bilder von ihrer verstorbenen Grossmutter. Es ist nicht zum Lachen, lacht nicht. Nachdem sie gefunden haben. Und der Prozess, sie ist ihm eingeschlafen, also sie hat, ich weiß nicht, wie ich das sagen kann, sie hat einen schönen Tag gehabt, sie konnte einschlafen. Aber
Dani, du gibst mir recht, der Körper macht gewisse Prozesse weiter, 3 Tage später. Und die Frau hat nicht mehr ausgesehen wie eine herzige alte Frau, sondern halt wie eine... ja. Du, das ist ein verdammter Cockblocker, der dich... Es tut mir leid, aber wer bitte schön zeigt jemandem, den er schon lange nicht mehr gesehen hat, seine tote Grossmutter, die 3 Tage schon verstorben ist? Deine alte Freundin! Ja, zum Glück ist es meine Freundin. Was willst du in diesem Moment sagen? Spinnst du eigentlich? Sag nur schnell, was hast du... Was? Das nimmt mich jetzt Wunder, was hast du gesagt? Schön, oder? Ja, ich habe nicht mehr gewusst, was ich so sagen soll. Sie hat gesagt, traurig. Ich habe nicht gewusst, ob sie jetzt von mir hören will, weil sie hat es eher positiv empfunden. Sie wollte mir das teilen. Ja, aber okay, shit, ist das unangenehm gewesen. Unangenehmer als vorher, als Gülşah kam. Es ist wirklich, ich habe nicht mehr gewusst, wie ich aus dieser Situation rauskomme. Es ist einfach... Kann ich auch fragen, ist das Foto lieber von der Mutter, also die Grossmutter, Grossmutter. Oder hat sie ein Selfie? Du hast auch ein TikTok gemacht. Hey, es ist wirklich. Ich erzähle dir so nur, weil ich weiss, dass sie nicht zulässt. Siehst du gar nicht so schlimm, gross wie das Kaffee und Orangensaft? Nein. Nicht so. Es war wirklich traurig. Darum... Ist die Dame hier im Saal? Darf ich eine Frage? Nein, ich weiss, sie lässt nicht zu, aber ich weiss, wir haben in der ersten Reihe einen Hörer vor Wochen, den wir haben lernen kennen. Das ist der Diego. Wo ist der Diego? Oh, Diego, stang okay. Mal schnell auf. Diego, du bist ehemaliger Bestatter. Jawohl, ja. Oh. Diego, jetzt sag mir bitte schnell, dass ich hier nicht falsch reagiere und dass das nicht ganz normal ist. Weißt du, jetzt stehe ich wie ein Arschloch da. Ja, es gibt immer wieder Leute, die Fotos machen von verstorbenen Leuten, ja, von verstorbenen Angehörigen. Aber warum? Diego. Also in dem Zustand, wo du jetzt die Fotos siehst, habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Ja, wenn du schon geschminkt und so, dann okay. Ja, nein, aber dann nicht okay, an einer alten Bekanntschaft. Ja, okay. Diego, sonst eine Frage. Wenn du einen von uns müsstest bestatten, bei wem hättest du mehr Freude, wenn er morgen um 7 Uhr reingeschoben wäre? Schelker oder ich? Aber jetzt wirklich ernst. Eben, ehrliche Antwort. Also Freude, natürlich nicht, dass wir tot sind, aber so, ha, jetzt mache ich dem noch einen Klonnase. Ein Schnauz. Ja, da gebe ich keine Antwort. Jetzt du schon scheinheilig. Du hast erzählt, dass du früher einander im Sarg versteckt hast. Du musst nicht so scheinheilig tun jetzt. Ich weiss es genau. Nein, aber es gibt ja Leute, und das weißt du glaube ich, auch, die unterschiedlich mit dem Tod umgehen. Und nochmal, ja. Ich wollte so nicht irgendwie ins Lächerliche ziehen. Es ist einfach, weil es mich betroffen hat. Es verstört mich bis heute. Ich sehe die Frau, wenn ich einschlafe. Leute gehen anders um mit dem Tod und mit Beerdigungen. Was ist so der neue Trend? Ich weiss, du bist nicht mehr Bestatter, aber auf dem Bestatter. Was ist so der Beerdigungen-Trend oder Bestatter-Trend? Einäschern. Oder zum einen Ring machen. Da weiss der Koch sicher mehr. Also, ich denke, Einäscherer wird immer mehr kommen. Also ist auch dazu mal immer mehr gekommen und Beerdigung eigentlich weniger. Okay. Aber wie es jetzt ist, keine Ahnung. Wieso weiss der Dani Koch da besser Bescheid? Oh, ich weiss auch nicht, aber... Ja. Vielleicht will ich näher dran bin. Fettnäpfli! Das Wichtige ist einfach, dass die Leute zuerst sterben und nachher entweder erst beim Bestatter landen, oder? Du, ja, Schelker, bist du sicher, dass die Grossmutter tot war? Oder hat sie vielleicht so ausgesehen, um auf dem Foto? Ich schwöre dir hier auf, als sie tot war. So tot kannst du... Ja. Merci, Diego. Applaus für den Diego. Genau. Typ. Einer von diesen tollen Stündlern. Innen und Hörerinnen, die eben immer einen Teil beitragen. Aber vielleicht noch schnell, ich kann mich erinnern, wir haben auch schon über den Tod von uns geredet in der einen oder anderen Ausgabe. Was vielleicht auch nicht schlecht ist, und ich ging vielleicht auch mal mit gewissem Humor dran gehen. Aber, warum bringt mich das Ganze um den Schlaf? Wir haben dann diskutiert, ich habe doch dir gesagt, Schelker, mein letzter Wunsch, wenn ich verrecke morgen, dann musst du gewisse Sachen machen. Ich weiß nicht, was wir alles haben gesagt. Ich weiß noch, glaube Playlist haben wir. YMCA ist, glaube ich, auf der Playlist. Genau, das ist ja der Schelker-DJ. Oder ich bin im Sarg, ich habe gesagt, ich will aufgebahrt werden.
Und dann musst du, das kommt mir nur wieder in den Sinn, wie eine Marionette, weißt, so Fäden dran hängen. Und dann in den richtigen Moment, vor allem wenn der Pfarrer etwas traurig sagt, ja, der Moser ist ein guter Mensch, gegangen zu deinen Sohn fest. Boah! Ah! Arm auf, YMCA. Oder, okay. Was haben wir noch gesagt? Ah, ja, du hast mir, glaube ich, gesagt, oder kommt mir das jetzt spontan in Sinn, dass ich dich so in Embryostellung bringen soll, im Sarg. Dass dann so der Tang. Das habe ich nicht gesagt. Aber Finger noch ins Maul. Andere Frage. Aber darf ich nur noch schnell, das ist das, was mich um den Schlaf bringt. Also, was, wie jetzt die Embryostellung im Nein. Du stirbst. Du, der mit deinem Töff unterwegs bist. Schlimmste, worst case. Daniel, es ist möglich, dass man mit dem Töff stirbt, oder? Es ist, ja. Es gibt eine gewisse Möglichkeit, dass man. Ja, eine höhere Möglichkeit. Und dann wird das passieren. Und du hast mir das gesagt. Jetzt stell dir die Situation vor, ich gehe zu deiner Mutter rufen. Dann läuft Ding Dong, sie sind natürlich in Trauer. So, also sie wüsste schon, dass ich tot bin? Hä? Sie wüsste schon, dass ich... Ja sicher, okay, du bist schon lange tot. Du hast den letzten, okay, du hast den letzten, den ich aus Überbringer will bei mir. Es geht nur um es geht nur um Events organisieren, wie du von dieser Welt schlussendlich gehst. Letzt, Gruß, tschüss, ade, finito. Okay. Ich gehe rufen, deine Mutter in Trauer und dann sage ich, und das muss ich, aber weil du mir das gesagt hast, du Arschloch. Und ich sage, ja, Frau Schelker, hörst, das ist jetzt vielleicht pietätslos, aber ich würde gerne, wenn euer Sohn dort aufgebahrt ist, in einem Klonschuh anlegen. Und, das habe ich gar nie gesehen. Mal so in diesem Stil haben wir geredet. Weißt du das nicht mehr? Oder habe ich das nicht mehr? Ich privat geredet. Vielleicht hast du wieder ein paar Sachen falsch. Wir haben uns gegenseitig so Zeug gesagt. Und dann plötzlich habe ich Angst, wenn das dann so weit kommt, ich habe dir, vielleicht habe ich eher für mich geredet. Ich habe dir huere viele Sachen gesagt. Oder du sollst eine Trauerrede haben und du redest nur über dich. So, wir sind traurig, dass der Simon von uns gegangen ist. Aber ich habe einen neuen Podcast jetzt. Mit dem Daniel Koch. Aber Simon, eine Frage an dich nicht gestellt. Dürfte ich Eintritt verlangen? Du darfst alles, wenn ich gegangen bin. Du musst alles, du darfst alles. Es würde gewisse Kosten von meinem Auto decken, eventuell. Drum. Aber ja, ich wollte das Thema Tod nicht auf die leichte Schippe nehmen. Ich weiss nochmal, es geht vielen persönlich auch nach. Und eben nochmal, ich rede auch aus Erfahrung. Aber man muss probieren, damit umzugehen. Aber ich lege euch eins ans Herz. Wenn ihr alte Arbeitskolleginnen oder Kollegen seht, zeigt bitte nicht Fotos von euren toten Grosseltern. Das kommt nicht gut über, es kommt nicht gut an. Merci. Huhu, ich schaue jetzt noch ein Grabstein auf die Zeichnung von die Sprechstunde. Das müssen wir noch mal einblenden, Hurti, wenn wir können. Also, was kenne ich da? Ein Frosch. Der Gülscha ist auch dabei mit Wodka Orange. Aber jetzt hat sie. Das finde ich. Ah, mal, schau, das Fischle ist schon da oben links. Jetzt habe ich ganz gut müssen schauen. Oben, ja, mal, dort ist sie. Mit der Lupe hat sie sogar. Die Malstunde. Könntest du noch irgendwie ins Publikum einblenden als das beste Publikum, das es je hat gegeben? Bitte! Machen wir Lärm für euch! Schelke, die Zeit zeigt uns an, wir müssen langsam aber sicher Schluss machen. Und wenn okay, verabschiede ist auch der wichtigste Part hier auf der Bühne. Das war nämlich der Daniel Koch. Wir haben noch ein Geschenk für dich, Dani. Wunderbar war mit dir, irgendwie, wie du das reinbringst. Er hat mir hinter der Kulisse gesagt, weißt du, was sein Ruhepuls ist? 50! Ich würde sagen 10 oder so. Aber Dani, du warst der Ruhepol in dieser Show. Du hast gut getan, du hast mir Fakten aufgeräumt. Du bist einen herzlichen, merci, fetten Applaus wert. Merci. Daniel Koch! Merci. Oh, super. Merci. Merci viel, viel, viel mal. Merci. Danke. Ich frage mich jetzt vielleicht, warum um Himmels Willen schicken Sie den einzigen seriösen Mann vor der Bühne weg. Weil zu dem, wo wir jetzt kommen, braucht es keinen Faktenchecker mehr, weil wir, glaube ich, selber die Experten sind. Und zwar geht es jetzt darum, endlich mal dürfen Fragen zu stellen. Hä? Dir brennt eine Frage an deine Sprechstunden-Gurus unter den Nägeln. Du hast aber keinen Bock mehr auf lieblose Emoji-Antworten von Musa via Instagram? Dann stell deine Frage jetzt. Die
Das Live-Q&A mit Musa und Schelga. Ja, du, das Geld für die Visuals hat sich sehr gelohnt. Das ist sehr geil. Ja, wir meinen, jetzt haben wir geschafft hier vorne. Ihr seid Konsumenten gewesen. So geht es auch jeden Samstag, gell? Du hast jetzt nicht vorher du antwortest? Nein, ich komme dann wieder zurück. Ah, aber ich habe einfach gerade, du weißt, ein bisschen ADHS. Er sucht Nähe, passet auf, er sucht heute Abend Nähe, es ist unangenehm. So. Wo sind Single-Frauen? Nein, Schelke, ich weiß nicht, warum ich weglaufe, einfach kann ich dich mal allein lassen. Erzähl noch mal von dieser Grossmutter. Nein, ich gerne allein. Wir möchten von euch die Fragen gestellt bekommen, die wir immer gestellt bekommen. Du musst nicht wegschauen, ich bleibe. Und weißt du, was mich manchmal. Nein, die kritischen Fragen nerven mich nicht mal. Aber du weißt, Schelker, Administration schießt mich an. Die nerven jegliche Fragen. Und können wir jetzt schnell etwas, bevor wir die Fragenrunde machen, wir nehmen ein paar wenige, überlegen noch schnell etwas, oder so, mal wieder fragen. Wäre cool, wenn Minimum jemand eine Frage stellt, sonst ist das auch ein bisschen blöd. Und können wir schnell, komm hier vorne, Schelke, für all die, die fragen, meine Freundin hat Geburtstag, mein. Meine Tochter wird 5 und mein Ex-Mann heiratet. Die, die dann so ein Video wollen. Jetzt machen wir doch schnell, Schelke, und sagen, das ist eine gute Idee, dass sie jetzt alle das Handy aufhören und wir einfach schnell gratulieren. Zuerst für die Geburt, und dann für die Hochzeit und dann für den Todestag. So ein Samu-Gratulation, weil wir haben darum auch Geburtstag hier, glaube ich, heute mal, oder? Jemand hat Geburtstag hier, habe ich geschrieben bekommen. Jetzt trauen sie sich wieder nicht, etwas zu sagen. Ja, mit 70. Wo sie? Dort, wo? Sie zeigt mit dem Finger auf jemanden. Wer hat Geburtstag? Aufstehen, winken. Wo? Ah, dort. Wo? Ich sehe sie nicht. Happy Birthday to you. Und jetzt geht das Handy vorne. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Du bist die Beste oder der Beste. Happy Birthday to you. Noch zwei Stimmung. So. Also. Das habt ihr hoffentlich jetzt aufgenommen. Also, Handy vorne, schnell filmen, haben wir das gemacht. Geht laufen, Video laufen. Und los geht's. Wir machen mit viel Liebe. Zuerst einfach einen Geburtstagsgruß. Okay, ist gut? Wirklich alles Gute zum Geburtstag. So cool. Nein, vor allem, jetzt wirst du schon so alt. Ich wünschte, ich würde so alt werden. Viel gut, viel mit deinen Liebsten. Hab ein gutes Fest und wir wünschen alles, alles Gute. Happy Birthday. Gut. Gut. Was wollen wir noch? Hochzeiten, ganz hoch im Trend. Bringst du den Spruch gell, mit... Ja! Gut. Hey, das gibt's ja nicht, ihr habt geheiratet! Alles, alles Gute! Haha, ich wünsche dir und deinem zukünftigen Ex-Mann alles Gute! Gut, haben wir auch im Kasten. So, und bis jetzt hat sich hoffentlich, lasst uns nicht hängen, jemand eine Frage überlegt. Einfach schnell aufstehen. Wir haben hier wirklich Frauen und Männer im Publikum, die mit dem Mikrofon rumlaufen. Die kommen nicht zu euch. Also, wenn ihr irgendeine Frage hattet, bitte. Dann jetzt eine Frage stellen und schnell aufstehen. Ich sehe niemand, bin schlecht. Ich sehe die Brille nicht an wieder. Dort hinten! Dort haben wir jemanden. Ach, Schwenka, immerhin jemand. Hallo zusammen. Meine Frage wäre, wann gibt es endlich die Folge, wo Maria zu euch im Podcast kommt? Da ziehe ich mich zurück. Du weißt ja. Ich kann sie ja jetzt schnell selber fragen, oder? Ich muss ja einschweigen, Kloster! Nur mal schnell, dass ich's gesagt habe, dass ich ausdrücklich darum bete, nicht involviert zu werden. Wo? Das war laut. Ah, der Ting. Ui, jetzt habe ich. Ich muss schnell hier durch. Simon, du schaufelst dir einmal mehr dein Grab selber. Nein, ich wollte nur ein Datum hören, sonst ist nichts. Aber geile Frage, muss ich sagen. Geile Frage. Das ist eine richtig geile Frage. Also, Schatz. Wenn kommst du endlich, die Leute, du hast gemerkt, sie fordern, dass die Mehrheit will sie innen. Wann kommst du zu uns? Wieso plagisch mich so? Ich wollte echt runter geniessen. Der hat mich noch nicht offiziell eingeladen. Hey, was ist denn da los? Schelker, es wäre dein Job gewesen, du machst Administration. Das ist gut. Bis näher im Hotelzimmer, Baby. Wir sehen sorry. Jetzt bin ich so ein Applaus wert für Maria, die das Elfgang muss ertragen, oder? Ha! Tolle Frage. Haben wir noch eine? Haben wir irgendeine?
dann steht jemand auf. Ja, jetzt kommt die Sache zu rollen. Wir haben noch gell, die vom Bodensee müssen ja nicht haben. Der hat ja noch ja. Hallo zusammen. Du Schelker, wie geht es eigentlich deinem Auto? Im Mercedes, glaube ich. Wenn wir meinen Garagier fragen, der ist heute da. Ja, sicher. Wenn wir ihn fragen, also ja, komm, wir fragen. Schnell, komm, frage, wo ist er? Ich weiß nicht, wo er ist. Dömmel, wo bist du? Ah, shit, der da oben. Ah, oh, shit. Also warte, komm, kann ich jemand mit dem Mikrofon auf schnell zum Dömmel springen? Ja, flip. Ah, oh, ja, so. Sorry. So hier. Sind wir da. Ja, Schelker, so sind wir da. Applaus für Aurelio. Siehst du, das wäre mir passiert. Geht ihm wenn gut, es geht ihm gut. Das ist unser Langstreckenläufer von Energy, der kann das. Das ist der Philipp. Dann geht er mal auf die Schnur und säckelt so. Weiter. Also. Dömmel, du bist der Mann vom Vertrauen, wenn es um mein Baby geht. Yes. Du, wir legen jetzt nicht die einzelnen Zahlen auf den Tisch, legen, aber von 1 bis 100, wie fest finanziell hätte es dir wehgetan, wenn uff. Das deinem Auto wäre passiert? Du hast die Skala einmal vergrössern auf dem Monat. Oh. Die andere Frage ist, wie geht es beim Schätzchen jetzt? Perfekt. Wenn es gewaschen ist mit dem Sahara-Staub, perfekt. Absolut grandios. Für deine Frage zu beantworten, ich bin ruiniert, aber der Dömmel ist der Geist, er schaut zu meinem Schätzchen. Applaus für den Dömmel, merci vielmals. Der stellt unhure gemeine Fragen. Weißt du, was gerade in den Sinn kam? Der hier. Wer regt sich effektiv darüber auf, wenn ich esse im Podcast? Das ist ja gar nicht so viel. Nein, aufstehen. Ich will mal schauen, wer das ist. Wer hat das Person? Aber die sind dann energisch aufgestanden. Aber die hat schon mal. Also sag nur mal, was ist das Problem, Mann? Hast du mal einem zugelassen, der mit der Gabel im Dauer rumkrault? Arschlöcher, alles am Arschlöcher, aber es ist nicht zu vergleichen mit aber denen. Du bist der Grösste von denen. Du hast es so richtig im Griff, dass es einfach nur noch kannst abschalten kannst. Weißt du, ich verstehe dich. In den 60er-Innen hast du eine Folge gehabt, wo du provokativ mit der Gabel im Dauer rumgekrault hast. Ja. Ich habe die 2 Minuten lang gelost. Dann so, habe ich abgehalten. Aber, wie ist dein Name? Sag schnell. Nee, musst du nicht abhocken. Komm. Wenn Beef haben, Beef. Wie ist dein Name? Fritz. Fritz. Mein Vater heißt Fritz. Das ist ein bisschen komisch. Lieber Gruß an Namensväter. In dem Moment, wo du hast abgestellt hast, haben sich viele im Team berührt. Es gibt einfach auch Serien, die das geil finden. Es ist, kann ich schnell fragen? Schau mal schnell um. Wer findet es so halbwegs erotisch, wenn ich es? Aufstehen! Jetzt auch mal aufstehen. Ja, jetzt mal schauen. Was sind die? 2 sehe ich. Das sind Freaks. Ja, siehst du jetzt hier? Siehst du jetzt? Weißt du, was mir aber vorkommt? Wer kennt Kitchen Impossible? Wenn der Melzer aber das Zeug rausspricht, so. Genau so hässlich ist der Alben. Also, und ich esse auch, aber ich esse nicht so grusig wie du. Also, gleich jetzt noch mal die Frage. Wer ist grusiger? Bin ich jetzt aufstehen? Ich frage deine Frau. Warte, jetzt warte! Jetzt warte! Deine Frau steht auf! Ja! Also. So. Abhocken. Und wer ist der Schelker, der grusiger ist, jetzt aufstehen? Aha! Merci für. Mach doch den Podcast mit dem Bühnenhuber, Mann. So, komm, für eine Frage lang zu einer, nehmen wir noch 3. Hat irgendjemand noch eine Frage, die er nicht mit einem Emoji beantwortet hat, dort vorher mit dem Käppi und Dosenwasser in den Hang? Es braucht wirklich manchmal schon Dosenwasser. Ich sehe es, mir überlebt es einfach nicht anders. Gestern in der Morgenshow hat er erwähnt, wegen der Steuererklärung, ob wir sie schon ausgefüllt haben oder nicht. Jetzt hat Moser gestern die Steuererklärung schon verlängert oder hat es Maria für ihn gemacht gestern? Oder wie sieht das genau aus? Er muss wieder fragen. Ja, es ist schon lange verlängert. Schon ja. Lang, schon lang. Merci, Schatz. Bis nach im Hotelzimmer. Ja. Du, ich merke, es läuft eigentlich auf das Gleiche raus. Ja, ja, bei uns immer, das ist ja so. Darum brauche ich ja den verdammten die Schultern noch, oder? Weißt du? Ja, ich merke auch, die in eurer Familie, die schwerste Last auf den Schultern hat, bist du natürlich eindeutig, ganz klar. Er hat es übrigens gern, wenn ich habe. Nein, ich hasse es. Während der Show auch ein bisschen näher kommen. Ja, gut, nicht. Meine Liebe. Hat aber noch eine zwingende Frage. Jetzt. Aber wirklich nur, wenn sie dringend ist.
Weil die vom Bodensee scharen schon mit den Füßen, die müssen. Okay, hey. Dort hinten haben wir noch eine Frage rein. Jemand. Letztes, ganz hinten. Es kommt aber zu dir, der Philipp, aber Achtung, er geht gerne auf, um. Philipp! Wir hätten ihm noch einen Helm wollen anlegen, aber das hätte ihn eigentlich nicht wollen. Also, wir sind hier mit dem Turnverein Koppingen angereist. Wir haben extra unsere Tricky angelegt. Und wollen euch fragen, ob ihr mal zu unserem Turnverein kommen wollt, weil ihr das immer hure hart beleidigen. Du nicht mit! Nein! Stopp! Nein! Ja, ich kenne das Problem, ja. Ich habe ein Problem mit dem Bühnenhuber. Obwohl ich nichts falsch gemacht habe. Ich habe den Turnverein nicht gehatet. Okay, 50-50, vielleicht habe ich nicht Energie gehabt, Simon Paroli zu bieten. Aber er hat gegen diesen Träger gehatet. Er hat gesagt, ich sage, du sollst es nicht mal wiederholen. Das finde ich so cool, was? Was habe ich denn noch gesagt? Du hast gesagt, es sind alles Opfer, die im Turnverein sind. Nicht meine Worte. Und darum... Darum schicke ich Simon sehr gerne zu euch mal in den Turnverein Koppingen. Aber wirklich, also das hat er verdient. Wieder gut machen. Yes, Simon, da musst du stören jetzt. Beim Bühnen ist der Zug abgefahren, aber beim Turnverein Koppingen noch nicht. Okay, ist gut. Ich überlege mir es, aber wirklich Tässeli, sagt man, gell? Tässeli müsst ihr vorher waschen. Es schmeckt schon. Du kannst sogar auslesen vom Programm. Mänti, kannst du ins Gymnastik kommen? Hat es nur Frauen? Junge Frauen? Okay, ist eine Möglichkeit. Dienstag kannst du ins Leichtathletik kommen, wird zwar mehr Bier gesoffen als anders. Ohne Möglichkeit. Und Donnerstag kommst du zur Elitengruppe ins Volleyball. Dort bin ich dabei. Awesome. Hey, merci vielmals. Ja, die Kritik nehme ich an. Das ist gut. Manchmal, was? Das haben wir gehört. Das haben wir schon gehört, ja. Ah ja, der Videobeweis, ja, den machen wir dann. Aber jetzt muss ich zuerst mal zu meiner Schulter schauen, zur Gesundheit, vor allem zu meiner Familie, zu meiner Frau. Das ist jetzt mal... Also, Schelker, was haben wir noch vor heute? Wir haben heute Abend noch... vielleicht seht ihr es hier. Ich habe zwar eine kleine Hühnerbrust, aber vielleicht seht ihr es. Wir haben eigene Merch entwickelt, es ist auf eine Zeit geworden. Und zwar eigene Stündeler Innen-Shirts, wir haben sogar gegendert. Gül ist sehr stolz auf uns, haben wir das gemacht. Und das gibt es da beim Ausgang auf der rechten Seite. Wir werden dort auch noch sein, wir wollen noch schnell mit euch anstoßen. Wir können natürlich jetzt so nicht, aber machen das dann gerne. So in 15 Minuten sind wir auch dort. Nehmen noch ein Bier zusammen, schnurren noch schnell ein bisschen zusammen, lassen den Abend ausklingen. Und ja, bei Gelegenheit, wenn ihr euch bekennen wollt, ich würde es nie machen, aber es hat sogar Kleber, um auf das Auto zu tun. Wirklich? Aber das knallt ich dir auf den Karren. Wer will das Malizia? Das Malizia. Achtung, aber kann er fassen? Das ist nicht, dass es noch Verletzung ist. Ja, super. Ja, wir wollen an dieser Stelle einfach mal fett Merci sagen. Fett Merci an euch alle. Seid ihr heute Abend da nochmal. Wir sind demütig. Wir haben der Künstlerin von «Die Malstunde» Merci sagen, hat sie sich Zeit genommen. Wir haben dem ganzen Team Merci sagen, auch da ein Fipu zum Beispiel, der sich noch Verletzungen zugezogen hat. Darf ich schnell, weil du dich heute «Die Malstunde» hast gesagt. Können wir noch schnell mal schauen, wo wir jetzt sind? Das kann man übrigens sogar... Wir verlinken es dem auch noch auf unserer Insta-Seite. Aber okay. Das ist schon ein Applaus wert. Du, das hat sie live sie und gehört, direkt gezeichnet. Sie gehört uns. Macht Lärm für die Malstunde. Und hier nochmal, merci vielmal an Energy, die das auf die Beine gestellt hat, an Auszeit, die mitgeholfen hat, an Kursa, die hier das zur Verfügung gestellt hat. Und nochmal merci an euch, die das euch Woche für Woche an. Und zum Schluss... Erwarte nichts mehr. Wir laufen jetzt gleich hier raus. Also Standing Ovation. Und sagen Tschüss! Merci vielmals! Tschüss! Danke! Auf den Merci! Bam! Oh, okay. Machen das Foto. Oh, shit! Noch schnell ein Foto, wenn ihr schon alle schaut. Ein Familienfoto für die Ewigkeit. 3, 2, 1.